Menschen diskutieren, als wären sie bei Reddit. Das heißt, wir sind, glaube ich, bei Gamefights. Gamefights. In dieser Folge treffen aufeinander Dennis Richtarski, Valentin Herre und Chiara Hufnagel. Heute in der Rolle des Judges Kuro. Let's get ready to rumble! Yes, moin moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Gamefights. Mein Name ist Christian Kuroski und ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, euch durch den Abend ein wenig zu führen. Aber natürlich ist ein Gamefights nur so stark wie die TeilnehmerInnen, die daran teilhaben dürfen. Und da haben wir natürlich auch wieder ein hammerhartes Line-Up für euch vorbereitet. Und zwar stelle ich einfach mal vor, eine Legende der Videospielbranche ist seit Jahr und Tag dabei. Wir haben Dennis. Dennis, wie geht's dir? Ja, ganz gut, ganz gut. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, hier heute gute Antworten zu liefern. Und ich hatte sehr gute Ideen, die Welt zu verändern. Die möchte ich auf jeden Fall loswerden. Also haltet euch mal ran, ne? Ich habe viel zu erzählen. Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich darauf, was du so uns darbieten wirst. Aber wir haben natürlich auch noch weitere Kandidaten, und zwar Chiara. Chiara, wie geht's dir? Okay, ich dachte, ich kriege auch eine Anführung. So, ja, okay, warte, Moment. Okay. Bei der Gamevasion war sie der Schlüssel zum Erfolg für Team Rocket Beans. Sie ist die einzig, die wahre. Sie ist Chiara. Dankeschön. Danke. Ja, mir geht's gut. Vielen Dank. Jetzt umso besser. Ich bin aufgeregt, meine Hände schwitzen. Ich will, dass es vorbei ist. Ja. Ach, das wird alles ganz gemütlich, aber natürlich komplettiert die Runde der Technikexperte, der Mensch, der PCs zusammenbauen kann wie kein zweiter. Es ist Valentin. Oh, vielen Dank. Ich bin unter hohem Druck, denn ich bin heute hier mit Videospiel-Journalismus-Legende Dennis Richtarski, der natürlich aufgrund der Zeit, in der er schon in der Branche ist, unheimlich viel weiß. Oder was? Das habe ich damit nicht gesagt. Ich habe dich gerade gelobt. Du hörst nur das Negative daraus. Und natürlich Chiara, die sowieso im Leben und in allem OP ist. Und ich, Valentin, der quirlige Dude mit den langen Haaren. Das ist mein USP offensichtlich. Mal gucken, was ich damit reißen kann. Finde ich auf jeden Fall sympathisch. Mir geht's ein bisschen ähnlich. Ich bin halt irgendwie so der, der jetzt auch schon etwas länger in der Videospielbranche unterwegs ist, aber irgendwie nicht so richtig was kann. Aber es ist halt so. Das ist Quatsch. So ein bisschen sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Das ist so mein. Das ist schon, also, du das hast hervorragend anmoderiert. Wollte ich das sagen. Mehr als die halbe Miete. Ja. Aber wir sitzen natürlich hier zu viert, werden aber noch ein wenig unterstützt vom Faktenchecker. Und das ist dieses Mal der gute Sandro. Hallo, Sandro. Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da draußen da seid. Ich darf heute wieder den Fact-Checker machen. Das bedeutet, ihr kennt es ja vielleicht auch, und wie der Name es auch schon sagt, falls in der offenen Runde irgendein Fakt gedroppt wird, der vielleicht nicht stimmt, wo vielleicht der ein oder andere Teilnehmer ein bisschen skeptisch wird, dann kann er oder sie kann mich dann aktivieren. Aber genauso kann das auch der Judge Kuro. Aber ich bin nicht nur zum Fact-Checken da, sondern auch, ich bin auf Twitter aktiv. Das bedeutet, ihr könnt mal den Rocket Beans-Account auf Twitter abchecken. Denn ich werde euch fragen, ey, was hättet ihr denn eigentlich bei dieser Frage gewählt und mit welchen Argumenten? Also antwortet mir da gern, dann werde ich euch das auch zeigen in der Sendung. Aber, wo wir auch schon bei Twitter sind, unter Hashtag Gamefights, genau, so heißt der Hashtag, könnt ihr mir Fragen schicken. Das ist ganz, ganz wichtig fürs Finale. Denn wir brauchen sehr gute Fragen von euch. Das können Entweder-Oder-Fragen sein, Sonic oder Mario. Aber das können auch normale Fragen sein, die dann im Finale gepickt werden, wenn sie dann gut sind. Und deswegen bin ich auf euch auch angewiesen. Schickt mir da gerne unter Hashtag Gamefights was raus. Und eine letzte Sache noch. Vergesst nicht das Voting. Denn nach jedem Plädoyer, das die TeilnehmerInnen abgeben, habt ihr die Chance zu voten auf unserer schönen Webseite oder halt im Chat. Dazu seht ihr nachher auch alle Einblendungen. Aber bevor ich zu viel laber, um mich geht's ja hier gar nicht, sondern um die TeilnehmerInnen, ja, freue ich mich schon mal auf Runde 1. Bin sehr, sehr gespannt auf diese Runde und finde, dass es eine schöne Runde ist. Weiß aber nicht, ob es wirklich hitzig wird, weil die Menschen, die dort sitzen, alle viel zu nett sind. Aber schauen wir mal. Ja, und jetzt wird es irgendwie Menschen geben, die denken so, okay, Gamefights, was ist das eigentlich? Was passiert hier eigentlich in den nächsten Pi mal Daumen 90 Minuten? Aber vielleicht dauert das auch alles viel, viel länger. Eine kurze Erklärung. Und zwar gibt es tatsächlich 4 Runden, in denen unsere KandidatInnen, Fragen beantworten müssen, und zwar in der Form, dass sie ein einmütiges Plädoyer halten.
die Fragen könnten sein, so, ja, welches Videospiel hat die schönste Grafik? Und dann ist halt eine Minute so, okay, mein Guess ist das und ich erkläre das aus. Wird alles ein bisschen begründet. Da geht jeder Kandidatin irgendwie einmal durch. Einmütiges Plädoyer und dann wird ein wenig diskutiert und debattiert. Ein ungefähr Pi mal Daumen 6 Minuten. Könnt ihr euch noch ein bisschen verbal so die Keule rum ans Ohr schlagen und ja, dann wird entschieden, wer ja halt die beste Antwort hatte, aber auch die beste Begründung. Denn es ist, und das ist jetzt schon mal ein Disclaimer an euch alle da draußen. Es geht nicht primär darum, die beste Antwort zu haben, sondern das halt auch zu begründen. Und da bin ich nicht um die beste Antwort, würde ich sogar noch sagen. Naja, es ist so ein bisschen so ein teils. Du kannst die schlechteste Antwort, verdammt, mit dem Judge an. Gut, argumentativ nach vorne bringen. Ja, er entscheidet eigentlich, worum es geht. Ne? Also es ist schwierig zu diskutieren. Okay, ich halte meine Fresse. Nein, also es ist, Judge, so geht das nicht. Also ich habe mir vorgenommen, also es ist so eine Mischung aus, natürlich muss die Antwort auch irgendwie Sinn machen, aber es muss natürlich auch gescheit erklärt werden. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. In der vierten Runde läuft das ein bisschen anders ab. Und zwar müsst ihr dann einen Pitch halten zu einem Thema, auf das ich sehr gespannt bin, was ihr da entscheidet oder was ihr euch da ausgedacht habt. Und dann gibt es noch das Finale. Eine Person wird leider ausscheiden müssen. Und dann haben wir noch das Finale mit den Speedrunden. Aber dazu kommen wir dann später. Deswegen würde ich sagen, fangen wir ganz locker flockig an mit Runde 1. So, und zwar, liebe Party People, geht es in der ersten Runde darum, dass ihr mir, aber auch natürlich dem Chat da draußen erklärt, welche Generation der PlayStation die beste war. Das ist eine sehr interessante Frage und es fängt an, Dennis. Was? Ja. Wieso denn ich jetzt? Laut mal im Ernst, kannst du das auch einfach so entscheiden, oder was? Ich finde, fairerweise muss ich sagen, das steht so in meinem Ablauf. Wer ist denn dafür verantwortlich, dass ich jetzt hier anfangen muss, oder was? Der Judge ist es nicht. Jetzt bist du auf seiner Seite. Okay, pass auf. Die Frage war, warte mal, wie war die Frage? Und schon raus. Welche Generation der PlayStation? Welche PlayStation-Generation war die beste? 60 Sekunden laufen für dich, wenn du bereit bist. Fühlst du dich bereit? Nein, aber ich werde es mal versuchen. Okay. Gut, die beste PlayStation-Generation. Meiner Meinung nach PlayStation 3. Warum? Weil die PlayStation 3 das erste Mal Internet mit drauf hatte. Das war eine Plattform, auf der du so viel Kram plötzlich machen konntest. Ich meine, wir erinnern uns alle, PlayStation 1, PlayStation 2 waren relativ straightforward Videospielkonsolen, haben nichts Großartiges gemacht. Wenn man einen PC hatte, gab es überhaupt gar keinen Grund, zur PlayStation zu wechseln, weil man alles besser hatte auf dem PC. Aber dann kam die Generation PlayStation 3. Du hattest auf einmal ein verdammtes Online-System, konntest mit anderen Leuten zocken, plus, und das war das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass eine Videospielkonsole hübscher war, als das, was PCs rausgeschmissen haben. Das war, hast du Fight Night gesehen damals, wie geil das aussah. Das konnte ein PC von träumen. Ich persönlich habe vorher nie eine Konsole wirklich besessen. Aber ab dem Zeitpunkt, Xbox 360, PlayStation 3, in diesen Jahren, als plötzlich die PlayStation 3 ein riesiges Ökosystem aufmachte, Videospiel neu definierte auf einem System, wo du mit anderen Leuten spielst und neue IPs rausgab oder sowas wie Uncharted. Gut. Kennt ihr das, wenn das so piept und ihr denkt, ihr seid wach, aber ihr wacht nochmal auf? Bin gerade nochmal aufgewacht. Auf jeden Fall eine interessante Wahl, die du da getroffen hast. Wir machen aber weiter. Findest du die einzige legitime Antwort, meiner Meinung nach? Wir machen weiter mit Chiara. Was, ich? Das geht nicht der Reihe nach? Okay. Nein, es ist Abdorf. Es tut mir leid. Guckt nicht auf meinen Zettel. Okay. Heißt das, ihr stimmt mir nicht zu, oder was? Ja, das werden wir gleich noch sehen. Okay. Okay, ich muss ein bisschen ablesen, aber ich bin bereit. Ihr könnt loslegen. Also, die beste, schau ich richtig, wo ist die Kamera? Die beste Videospielkonsole ist die PlayStation 2 gewesen aus der ganzen Generation. Weil es war die erste Multimedia-Konsole überhaupt, die es dann auf dem Markt gab. Es hatte den DVD-Laufwerk. Man hat sogar, weil das so krass war und alle sich das kaufen wollten, die PS2 mit Matrix zusammen verkauft, weil das die beste Kombination war für eine Multimedia-Konsole. Der Grafiksprung von der PS1 auf PS2 war gewaltig. Gleichzeitig konnte man sich gegen mehrere Konkurrenten beweisen. Man hatte den GameCube, man hatte die Xbox und Dreamcast gab es da auch noch zu der Zeit.
Vor allem die grandiosen Spiele Metal Gear hatten wir da. Final Fantasy X, Devil May Cry, Ico, Grand Theft Auto 3 und San Andreas, Silent Hills, Recording. Ich kann so viel aufzählen. Persona, Shadow of the Colossus, God of War. Und ja, es hatte einfach viel mehr Spiele als die Konkurrenz. Es hatte eine riesige Auswahl. Sie ist abwärtskompatibel, wodurch du die PS1-Titel spielen kannst. Also hast du sogar zwei Konsolen in einer. Und sie ist einfach auch die meistverkaufte Konsole auf der ganzen Welt. Und das soll ja auch was heißen. Und die Lebensspanne übrigens betrug 12 bis 13 Jahre. Also welche Konsole hat schon so lange gelebt? Okay, vielen Dank. War auf jeden Fall auch sehr interessant. Walle. Ich schreibe noch ein wenig. Wir lassen Walle noch irgendwie anders schreiben. Ich hab geschrieben. Okay, ich mach mich ready, ne? Yes, please. Okay, die beste Konsole war natürlich die PlayStation 1. Ein wunderschön, zeitlos designtes Gerät, welches das Gaming für Erwachsene groß gemacht hat. Vorher war das nur so ein Kinderspielzeug. Niemand wollte da irgendwie was anderes außer so bunten Quatsch machen. Sony hat wirklich damit Titel, die auch Erwachsene angesprochen haben, wie Rennsimulation, Gran Turismo, unfassbare Grafik. Da komme ich auch direkt zum Punkt. Die PlayStation 1 hat die 3D-Grafik groß gemacht. Könnt ihr euch das eigentlich vorstellen? Und damit, was der Killer damals war, sie war für 299 US-Dollar zu haben. Das Konkurrenzprodukt der Saturn, der war 100 Dollar teurer, sodass sie auf der E3 1995 nämlich nur sagen mussten, 299. Und das hat alles verkauft. Könnt ihr euch das eigentlich vorstellen? Dazu kommt übrigens, dass diese Konsole unglaublich leise war, weil sie noch nicht so krasse Lüfter brauchte wie die Generation danach. Man konnte easy peasy den Lesekopf reinigen, weil guckt euch mal dieses geniale Klapplaufwerk an. Das hatten eure Konsolen, würde ich sagen, nicht. Und den Rest besprechen wir jetzt im Detail. Also ich weiß gar nicht, ob ich noch so lange reden brauche, weil wie gesagt, PS1-Spiele kann man auch auf der PS2 spielen. Ich weiß nicht, warum du noch weitere Argumente hast. Ja, Moment. Da möchte ich ganz kurz zu sagen, dass... Ja, warte. Okay, warte. Wir sind noch nicht in der Diskussion, ne? Ja. Freunde, gemach. Es war auf jeden Fall, wir müssen auch erstmal kurz ein bisschen durchatmen. Also, es war auf jeden Fall eine sehr interessante Wahl an Konsolen, die ihr da getroffen habt. Und es war auch das gedacht? Alles sehr fundiert vorgetragen. Aber jetzt gibt es natürlich auch, bevor wir ins Kreuzverhör gehen, natürlich auch für euch draußen, lieber Chat, die Möglichkeit abzustimmen, wer denn die beste Antwort parat hatte via Vote. Und damit würde ich dann auch sagen, eröffnen wir quasi das Kreuzfeuer. 6 Minuten habt ihr ungefähr Zeit. Ganz kurz, was ich eben gesagt direkt habe, zu deinem ja. Punkt. Ja, Moment, das gilt insofern nicht, als meine Konsole konnte das ja gar nicht liefern, weil sie keinen Vorgänger hat, weil sie alles erfunden hat. Sie hat dir die CD gebracht. Konntest du in dir eine PS2 eine CD einlegen? Nein, weil ja, was Besseres, eine DVD. Es war eine DVD, natürlich, aber du kannst nicht damit argumentieren, ja cool, da konnte man den Film abspielen, weil es gab doch keine DVD, als es die PS1 gab. Mit solchen Argumenten kannst du nicht kommen. Sonst wäre ja der beste Pick die PS5 gewesen, weil du immer argumentieren kannst, ja, aber SSD ist der Killer, ne? Was hast du mit deiner HDD? PS5 geht überhaupt nicht, weil das ist die einzige Konsole, die wirklich gescheit abwärtskompatibel ist. Ja, die PS3, die Fat Edition war auch abwärtskompatibel, aber die war mega teuer. Die PS3 sah super hässlich aus. Die hat übelst lange gebraucht, bis die mal richtig was abliefern konnte. Und dann hattest du irgendwann eine Slim Edition und die war dann gar nicht mehr abwärtskompatibel. Und außerdem hast du so eine geile Games-Generation. Ich finde, jede Konsole stellt, also jede Konsolengeneration steht für sich und zeigt dann so, was in dieser Epoche die Videospielindustrie zu bieten hatte. Und man muss halt einfach sagen, in dieser Epoche hatte die PS2 einfach die krassesten Games, sie hatte die größte Videospielbibliothek und aktuell Internet ist für mich kein Grund, weil du erstmal ständig mit dem Internet verbunden sein musst, also musst du nicht ständig, aber da hattest du Downloadzeiten, dann hattest du diesen blöden Online-Service, Mikrotransaktionen. Das ist einfach etwas, was ich mir nicht unbedingt den Internetpunkt gebe ich dir, ganz klar. Worüber ich mich nicht so gefreut habe. Memory Cards war eine geile Shit, da hast du einfach die Save-File auf die Memory Card gemacht, bist zu den Freunden gegangen, hast gesagt, guck mal, wie weit ich gekommen bin, steckst du rein und spielst. Damit hast du mir natürlich auch wieder einen Punkt gegeben, weil meine Konsole hat quasi die Memory Card erfunden. Es ist natürlich super cool, seine Spielstände mit zu den Freunden nehmen zu können. Die sind dafür immer drauf, eine super Sache. Dennis nehme ich gleich auseinander, aber ich will noch ganz kurz was dazu sagen, dass erstmal hatte man mit meiner Konsolengeneration 12 Jahre Spaß für diesen unfassbaren Preis. Es ist der längste Zeitraum, was, finde ich, ein sehr, sehr guter Punkt ist. Und zwar, jetzt kommen wir zum Geld. Du hast ja gesagt, ja, die anderen waren so teuer. Ja, meine war aber die billigste. Deine hat nämlich zum Launch gegen meine, die ja 300 Euro gekostet hat, beziehungsweise Dollar, hat deine
869 D-Mark gekostet, das heißt 430 Euro. Und die PS3, die war ja damals dafür bekannt, dass es eine Frechheit war, dass die für 600 Euro auf den Markt bei Launch kam. Qualität hat ihren Preis. Ja, aber es war auch schwierig für Entwickler dafür zu entwickeln. Das ist ja auch hinlänglich bekannt, dass die technisch Pain in the Ass war, aus Entwicklerperspektive. Aha. Das ist ein guter Punkt, weil die PS2 war technisch gesehen super easy zu entwickeln. Und selbst nachdem die PS3 rausgekommen ist, wollten die Entwickler weiterhin PS2-Titel erscheinen lassen, weil sie gemerkt haben, da ist noch so viel Power drin, da wollen wir noch mehr. Und die Lebensspanne ist übrigens bei der PS2 länger als bei der PS1. Ich würde auch gerne, also ich meine, ihr habt das ganz schön zusammengefasst oder sowas, aber ja gut, ihr habt jetzt vielleicht damals die GameCube-Spieler oder so von der PlayStation 1 abgeholt und dann noch ein paar Leute von der PlayStation 1 für PlayStation 2, aber die PlayStation 3 hat verdammt nochmal das komplette Spektrum abgedeckt. Da sind nämlich, da ist die Master Race nämlich aus ihren Löchern rausgekrochen und hat plötzlich vom PC sich auch noch eine Konsole geholt, was vorher undenkbar war in damaligen Tagen. Da wurde man gelyncht für, wenn man das auf dem Schulhof gesagt hat, dass man plötzlich vom Konsolenlager ins PC-Lager gestapft ist. Das durfte man nicht machen. Aber die PlayStation 3 hat dazu geführt. Ja, die hat die PC-Leute abgeholt. Die war tatsächlich stellenweise besser als ein PC, grafisch. Ja, aber wie lange? Ah. Wie lange? Also, ich würde gerne auf jeden Fall an dieser Stelle, Sandro, ist ja egal, deine war es nie, genauso wie seine. Noch den Fakt checken lassen, wie zum wie der Umrechnungspreis der PlayStation 2 von D-Mark in Euro ist zu der damaligen Zeit und auch noch plus Inflation. Wenn okay, so genau habe ich es natürlich nicht ausgerechnet. Preis ist trotzdem doch auch gar nicht wichtig. Ja, doch. Man hat ja nur eine Grenze, wenn da was Geiles ist, ganz ehrlich, wenn ich mal, nur weil die billig ist oder sowas, ich gebe lieber ein bisschen mehr Geld aus und hab dann was richtig Geiles. Weißt du, was mir am meisten auf den Sack geht? Dass aktuelle Konsolen mittlerweile nicht mehr an den PC rankommen, weil sie massenkompatibel sein müssen, um einen bestimmten Price Point zu erreichen. Dürfen nicht teurer als 600 Euro sein. Der Umkehrschluss ist dann ja, dann dürfen sie auch nicht so geil sein. Aber das ist ein scheiß Karussell. Wir können niemals mehr Konsolen haben, die richtig Power haben, nur weil wir einen bestimmten Preispunkt nicht erreichen dürfen. Ich persönlich würde gerne doppelt so viel wie für einen PC bezahlen. Wenn die Konsole auch doppelt so geil ist wie ein PC. Sowas will ich haben. Gut, aber da sprichst du ja für dich. Und ich denke mal, subjektive Meinungen sind hier nicht so wichtig. Aber sehr, sehr präsent. Ja, ich möchte nur gerne von Valentin wissen, oder vielleicht von euch beiden, was hattet ihr eigentlich für tolle Spiele? Das kann ich dir sofort sagen. Mhm. Natürlich hat die PlayStation 1 die Metal Gear Solid-Reihe überhaupt erst erfunden. Genauso wie Crash Bandicoot, Tomb Raider, Gran Turismo, Tekken. Also diese Liste ist unendlich. Und was ich noch gar nicht genannt habe, die Final Fantasy-Reihe mit Final Fantasy 7, was sogar so gut ist, dass es die PS4 heute einfach nochmal machen muss, weil sie keine besseren Ideen hat. Ja, das finde ich wunderbar, weil dadurch, dass die PS2 sich so gut verkauft hat, kamen diese ganzen Reihen, die du gerade aufgezählt hast, überhaupt an den Mann und an die Frau. Dadurch wurden sie überhaupt beliebt, weil in jedem verdammten Wohnzimmer stand eine PS2. Hätte es die PS2 nie gegeben, hättest du wohl jetzt keinen God of War auf der PS4 Pro und PS5 mit einer mega geilen Grafik. Vielleicht, aber stressig war natürlich, wenn deine PlayStation 2 einen sehr verbreiteten Disk-Error hatte. Diesen hatte meine nicht. Da musstest du einfach die Scheiße einschicken und ewig warten und das ist kein DVD-Laufwerk mehr. Oder kurz pusten. Ja, was hast du dann gemacht? Okay, ich würde jetzt an dieser Stelle vielleicht mal so langsam zum Ende kommen. Das mit dem Disk-Error, Sandro, wenn du das vielleicht nochmal irgendwie checken könntest. Kann er sehr gerne recherchieren. Wie weit verbreitet das wirklich war, das würde vielleicht noch ein wenig helfen. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Also ich finde auch interessant, dass die Tatsache, dass halt einfach die PlayStation 4 gar nicht genannt wurde, finde ich auf jeden Fall spannend. Fangen wir bei Dennis an, mit der PlayStation 3. Ich verstehe auf jeden Fall, dass du sagst so, ja, das war auf jeden Fall mit dem Cell-Processor, als die Konsole damals rauskam. Hardware-mäßig war das auf jeden Fall ein ziemliches Brett, wenn man sich irgendwie so Spiele angeschaut hat wie Uncharted oder auch Killzone. Das war natürlich Killzone, alter Schwede. Ich habe Leute zu mir nach Hause. Ich hatte damals einen Beamer. Da gab es noch nicht voller Demo ganz neu. Ich hatte damals PlayStation HD Ready Beamer. Ich habe Leute zu mir nach Hause eingeladen. Die sind nur gekommen, um die Opening Scene von Killzone 2 bei mir auf dem Beamer in DTS Sound zu sehen. Das war der absolute mega krasse Shit. Nach kurzer Zeit musste ich ausziehen wegen den Nachbarn. Dann hast du natürlich auch noch ein bisschen über die Internetfunktionalität der PlayStation 3 gequatscht, die natürlich im Vergleich zur PlayStation 2 schon deutlich umfangreicher war. Also die PlayStation 2, als sie in den Handel kam, hatte ja quasi keine Internetmöglichkeiten. Das musste man sich ja mit so einem Modemgerät noch irgendwie dazu kaufen.
Und dass man natürlich auch mit Freunden spielen kann. Aber da hätte ich halt vielleicht gerne noch irgendwie gehört, dadurch, dass es ja auch auf der PlayStation 2 mehr oder weniger schon auch ein bisschen möglich war, das vielleicht noch ein bisschen mehr herauszukristallisieren. Hätte ich gerne gemacht, aber wir haben ja zeitlich begrenzt. Wenn man so eine geniale Konsole hat, dann muss man sich halt auch irgendwie mal auf die fetten Dinge begrenzen. Ich kann dir noch tausend Sachen erzählen, warum die PlayStation 3 so gut ist. Aber muss sich dann auch auf irgendwann mal, ne, auf Sachen spezialisieren. Ja, das stimmt. Und es ist natürlich auch für dich ein bisschen glücklich gewesen, dass keiner der anderen beiden irgendwie gesagt hat, so, dass halt viele Third-Party-Titel auf der PlayStation 3 im Vergleich zur Xbox 360 vielleicht ein bisschen Probleme hatten, weil der Cell-Prozessor natürlich halt so schwer darauf war, irgendwie zu entwickeln. Das habe ich gar nicht gehört. Ich habe nur gehört, dass Valentin Final Fantasy als Beispiel genommen hat, was so gut wie auf jeder Konsole der Welt jemals erschienen ist. Nee, ich hab schon gesagt, dass Entwickler es besonders schwer hatten, für deine Konsole zu entwickeln. Ja, okay. Also ich, was soll ich sagen? Ich konnte die Spiele gar nicht aufzählen. Aber ich glaube, das bringt uns auch nicht weiter, weil jede Konsole hat ihre guten Spiele und ihre guten Serien und dann sind die mal da entstanden und mal da entstanden und da besser geworden. So. Aber die PlayStation 3 hat wirklich, man sagt immer so gerne Quantensprung. Das war was ganz anderes. Er hat Konsolen komplett neu interpretiert. Dass die Konsole mit dem Internet so viele Möglichkeiten, ich meine, was für neue Peripherien da auch. Kennt ihr noch dieses Battle-Eye oder wie das heißt? Dass man da ganz komische Hardware-Ideen, so fast wie Nintendo, sind dann manchmal da rausgesprungen, sind dann natürlich nicht unbedingt immer weitergeführt worden oder so, aber da wurde noch experimentiert. Ja, und es waren Sachen dabei, die waren vorher so in der Form noch nicht da. Klar, bei euren ersten Generationen ist dieser Punkt noch größer, aber die PlayStation 3 hat das einfach auf einen Gipfel getrieben und diese ganzen Gene, die sie mit PlayStation und 1 und 2, wo sie noch rumexperimentiert hatten oder so, haben sie bei PlayStation 3 zu einem Paket gemacht. Es ist im Grunde die Gott-Konsole. Danach haben wir auch gesagt, warum hat keiner PlayStation 4 und 5 genannt, weil das offensichtlich die Spitze der Entwicklung war. Und was kommt vor der Spitze und nach der Spitze? Kacke und Kacke. Dennis, nochmal schön, dass du zum Monolog ausgeholt hast, aber ich würde an dieser Stelle vielleicht auch ganz gerne weitermachen und zu Chiara kommen, die mit der PlayStation 2 natürlich auch sehr viele Vorteile genannt hat, was mir gefallen hat, zum Beispiel die Erwähnung des DVD-Laufwerks, was natürlich auch für viele sicherlich ein Kaufgrund gewesen ist. Die PlayStation 3 hat ja auch die Möglichkeit, Blu-rays abzuspielen, aber das... Gut, halt auch mit dem Grafiksprung, das ist natürlich auch etwas, wo die PlayStation 2 gepunktet hat. Das Spiele-Line-Up erwähnt, was ich auch sehr gut fand. Wegen der meistverkauften Konsole kann ja vielleicht Sandro vielleicht nochmal kurz checken, ob es jetzt tatsächlich, also meintest du das im grundsätzlich die meistverkaufte Konsole, also herstellerübergreifend oder nur für die PlayStation? Die PlayStation 2, glaube ich. Da hat sie leider recht. Ja. Das ist die meiste. Das würde ich einfach nur mal for safety, damit uns keiner irgendwie ans Bein pinkt. Kurz nachzählen. Ja. Okay. Vergesst nicht abwärtskompatibel. Just saying. Das ist für mich ein Argument, was nicht gelten kann. Ja, Moment. Ich bin jetzt mal ganz kurz. Ja, das stimmt. Valentin mit der PlayStation 1 hat natürlich auch gesagt, so, ey, das ist halt so Gaming für Erwachsene, so ein bisschen so das Kontrastprogramm zu Nintendo mit so Rennsimulationen, die du ja auch erwähnt hast, wie zum Beispiel Gran Turismo. Die Tatsache mit der 3D-Grafik, dass das halt salonfähig gemacht wurde. Klar kann man jetzt argumentieren, dass der Nintendo 64 das natürlich auch gemacht hat. PC. Ja, PC natürlich auch. Aber wenn man das zum Beispiel so ein bisschen vergleicht zwischen Nintendo 64 und PlayStation, würde ich auch sagen, dass Sony da hardwaremäßig schon einen besseren Job geliefert hat. Der Preis ist natürlich auch ein Killer-Argument, weil gerade im Vergleich dazu zu den späteren Konsolen schon der Preis eine Kampfansage war, was natürlich auch Sony so ein bisschen machen musste. Aber ja, waren auf jeden Fall sehr spannende Argumente dabei. Ich würde noch mal ganz kurz vielleicht bei Sandro nachfragen, ob er vielleicht schon ein oder zwei Antworten für uns parat hat. Also, was heißt Antworten? Ich habe herausgefunden erstmal, wir können uns erstmal fokussieren auf die erfolgreichsten Konsolen ever. Und da ist nach wie vor, und es ist eine aktualisierte Tabelle, die PlayStation 2 ganz vorne mit über 155 Millionen verkaufte Konsolen. Danach kommt erst die Nintendo 3DS oder DS-Familie, also da zählt ja noch mehr dazu. Und dann Game Boy und PlayStation 4 und so weiter und so fort. Also nach wie vor PlayStation 2 am erfolgreichsten. Was ich aber auch gefunden habe, ist die Antwort auf deine Frage, Kuro, wie jetzt überhaupt die Preise dann so waren, vor allem inflationsbereinigt. Und zwar
wenn man es nach heutigen Maßstäben und inflationsbereinigt bemisst, dann ist die PlayStation 1 bei 500 US-Dollar, die PlayStation 2 bei 443 und die PlayStation 3, die günstigste Variante, also mit 20 Gigabyte, bei 630. Also die war mit Abstand am teuersten. Bonn. Es gab ja noch die 60 Gigabyte-Version, die hat dann nach heutigen Maßstäben 757 Dollar gekostet. Hammer. Wahnsinn. Ich habe nur eine kurze Frage. Technik. Aber inflationsbereinigt spielt doch gar keine Rolle. Ja, es war auch eigentlich nur so ein bisschen. Okay. Witz. Weil es fällt ja schon in dem Moment, wo die gelauncht, was du da zahlst, effektiv. Ja, da hast du natürlich recht. Aber ich würde jetzt trotzdem mal zu meiner Entscheidung kommen. Mhm. Und zwar gebe ich den Punkt Chiara. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Begründung, also es ist so eine Mischung aus allem, was tatsächlich genannt wurde. Und zwar halt Line-Up, die Multimedia-Fähigkeiten, was halt auch technisch nochmal ein Sprung von der PlayStation 1 gewesen ist. Das wurde bei euch anderen auch irgendwie schon so ein bisschen auch erwähnt, aber das hat halt Chiara auch zusätzlich zur PlayStation 2 gehabt und das wurde auch für meinen Geschmack nicht stark genug entkräftet oder irgendwie entgegengewirkt, weswegen ich Chiara einfach den Punkt gebe. So einfach ist das. Ja, du bist natürlich der Judge, du hast das letzte Wort, aber ist es, weil ich am Anfang was gegen dich gesagt habe? Nein, das ist natürlich nicht der Grund gewesen. Nein, du hast keine leichte Rolle. Ich akzeptiere dieses Ergebnis. Ist euer Mund auch so trocken? Mein Mund ist so trocken. Ja, deswegen habe ich mir das Wasser. Mein Tränk ist leer. Aufmachen müssen. Ja, erholt euch noch mal ganz kurz, denn jetzt geht es gleich los mit Runde 2. So. Die zweite Runde, ich schaue mal kurz auf meinen schlauen Zettel, ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, was ihr uns darbieten werdet. Aber wir checken noch mal ganz kurz den Vote aus dem Chat. Wir haben die Leute da draußen abgestimmt und der Chat ist sich auch einig, dass Chiara mit der PlayStation 2 die Konsole genannt hat, die quasi am wichtigsten war für Sony. Ist auch schön zu sehen, dass der Judge und der Chat einer Meinung ist. Ich weiß nicht, wie oft das in der Geschichte von Gamefights vorgekommen ist. Aber das bei Chat-Duell mitmachen. Ich beschwere mich auf jeden Fall nicht. Doch kommen wir zur zweiten Frage und die lautet: Was ist warum die unvergesslichste Textzeile, die je in einem Videospiel zu lesen oder zu hören war? Nicht nur Textzeile, es wäre ja auch einfach irgendwie, wenn irgendein Charakter irgendwas gesagt hätte, also natürlich auch in Audioform würde das natürlich auch gehen. Und die zweite Runde fängt an. Chiara. Nein, okay. Also, für mich ist die unvergesslichste Textzeile "It's a me, Mario." Aus folgendem Grund, was ist unvergesslich? Das bedeutet eigentlich, dass man sich in der Zukunft auch noch daran erinnern kann. Es ist langlebig, es ist eingängig, es ist merkbar. Und wir sind ja audiovisuelle Menschen. Und dementsprechend, jedes Mal, wenn man sagt, "It's a me, Mario," weiß man sofort, um welches Spiel es sich handelt, wer das eigentlich gerade sagt. Und da gehe ich halt direkt eben darauf ein und sage, das ist unvergesslich, weil es ein kurzer Text ist. Es können Leute sagen, die kein Englisch können. Und jeder weiß sofort, was damit gemeint ist. Jeder hat direkt Nintendo Super Mario im Kopf. Egal in welchem Alter, egal ob jung oder alt, Nintendo bleibt zeitlos. Wann hat das denn das erste Mal gesagt? Ja, in meiner Kindheit habe ich das nicht gehört. Da gab es keine Sprachausgaben. Lieber Dennis, nicht beantworten. Wir geben in dieser Runde oder in diesem Moment aktuell nur den Personen das Mikrofon frei, die gerade dran sind. Aber gut, It's a Me, Mario von Charles Martinet. Genau. Wahrscheinlich einer mit der ikonischsten Menschen, die in irgendeiner Form mal Menschen oder Videospielcharakteren irgendwie eine Stimme geliehen haben. Und ja, interessante Wahl. Wir machen weiter mit Valentin. Ja, die ikonischste Videospielzeile ist natürlich "The cake is a lie" aus Portal. Aus Portal 1, und zwar, weil erstmal ist es sowieso grandios, dass ein Rätselspiel mit einer dermaßen tiefen Story daherkommt, und "The Cake is a Lie" hat überhaupt erst dafür gesorgt, und das fällt natürlich in so einem Rätselspiel, haben die Leute, die Story schreiben, das noch viel schwerer, dass du überhaupt ein Mysterium kreierst, dass du irgendwie herausfinden willst, Moment, was geht hier eigentlich ab? Gepaart mit GLaDOS, die auch immer wieder das aufgegriffen hat und gesagt hat, am Ende gibt es Kuchen und irgendwie sowas. Immer wieder war der Kuchen, hat eine Rolle gespielt.
Und man konnte, The Cake is a Lie hat ja so GLaDOS logischerweise nicht gesagt, aber wenn man hinter, man wurde als Spieler belohnt, wenn man sich ein Portal irgendwo hingeschossen hat, wo man eigentlich schon wieder außerhalb des Levels war, wo man gar nicht hin sollte, und dort hat man dann Wandmalereien gefunden, wo eben einem klargemacht wurde, Moment, du wirst hier an der Nase herumgeführt. Und ich muss es jetzt an dieser Stelle spoilern, aber wenn man Portal 1 durchgespielt hat, hat man den Kuchen doch noch bekommen. Theoretisch hättest du ja mit dem Ertönen der Glocke den Spoiler quasi noch vermeiden können. Aber ja, das stimmt, aber ich gehe darauf ja gleich noch ein. Ja, im Zweifelsfall einfach Valentin eine E-Mail schreiben mit der Beschwerde dann dementsprechend. Gut, kommen wir zu Dennis. Was ist die unvergesslichste Textzeile, die je in einem Videospiel zu lesen oder zu hören war? Man kann natürlich antworten mit irgendeinem Trendspiel, das irgendwann mal ganz gut war und das sich ein paar Leute erinnern können, wie Cake is a Lie oder Mario, der das irgendwann mal gesagt hat. Oder man geht ein bisschen weiter zurück und nimmt irgendein Textstückchen, das vielleicht über den ganzen Planeten gespannt werden kann, genreübergreifend von allen Altersgruppen, Nationen oder Geschlechtern verstanden wird, und dann kommt man ziemlich schnell zu dem Schluss, dass die Antwort auf diese Frage eigentlich nur Game Over sein kann. Game Over, Textzeile, die nicht nur in Videospielen, die aus Videospielen man weiß es gar nicht mehr genau tatsächlich, ob Game Over ursprünglich aus Videospielen entstanden ist. Man geht davon aus, aber keiner kann es mehr genau zurückverfolgen. So ist es nämlich mit sehr wichtigen Dingen. Keiner weiß mehr genau, wo es herkommt. War es Gott selber, der das gesagt hatte? Oder war es jemand anders? Und es kam in Film vor, ich glaube, in Alien selber hat mal irgendwer sogar Game Over gesagt. Jeder weiß das, egal welche Sprache. Wenn du in Urlaub gehst und der spricht nur Klicksprache, du sagst Game Over, versteht er dich trotzdem. Also mal abseits von irgendwelchen Trendsätzen, die mal ganz cool sind, um tiefer zu drücken oder sowas, ist Game Over mit Abstand das, was am längsten da ist und am längsten bleiben wird und die meisten Leute kennen. So, sehr interessante Auswahlmöglichkeiten, die hier getätigt wurden von unseren teilnehmenden Personen. Und mich würde natürlich auch interessieren, was der Chat dazu sagt. Deswegen geben wir an dieser Stelle das Voting frei. Bin gespannt, wofür ihr euch entscheiden werdet da draußen. Aber jetzt starten wir erstmal quasi die offene Runde. Haut euch die Köpfe ein. Naja, also Game Over ist ja erstmal keinem Spiel zuzuordnen. Das ist ja, jedes Spiel hat fast schon Game Over Screen, klar. Genau. Meinst du es auch so? Ja, ja, Moment, aber. Das könntest du auch anders nennen. Du könntest auch, es muss nicht Game Over sein. Dagegen ist zum Beispiel, und da gebe ich auch Chiara recht, It's Me Mario ist da ja ikonischer. Das verbindest du mit irgendwas. Game Over verbindest du mit gar nichts. Game Over steht da halt, und Game Over ist vor allem schlecht. Wer will schon Game Over? Find ich auch so. Ich bin nur gespannt, was Dennis darauf hin antwortet. Ich will nur Dennis' Antwort darauf hören. Ja, ich auch. Ach so, ich muss wirklich, also ja, keine Ahnung. Also nichts davon, was du gerade gesagt hast, war relevant. Ja, das ist deswegen ja kein Argument. Weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist ja kein Argument. Also ob das jetzt böse ist oder nicht, für die Frage irrelevant. Und was hast du noch gesagt? Also weiß ich nicht, was ich zu sagen soll. Dann ist egal, dann sage ich, nehme ich einfach Chiara auseinander. Er sagt ja nur seinen Namen. Also das ist jetzt ja nichts, was zum Beispiel bei meinem Pick relevant war, dass es irgendwas dem Universum hinzufügt. Mhm. Die ganze Zeit zu sagen, ich bin Valentin, so macht mich noch nicht zu einem coolen Typen. So. Pokémon ist damit groß geworden. Ja, aber ja nicht nur damit. Pokémon sind ganz viele verschiedene coole Kreaturen, die sich dadurch individualisieren und ausmachen. Mario ist halt auch ein cooler Typ, will ich gar nicht vom Tisch reden. Aber es erweitert das Universum einfach null. Es gibt dir keine Tiefe oder irgendwie sowas. Warum ist es ikonisch? Nur weil es dir ständig um die Ohren gehauen wird. Weil du es nicht verpassen kannst, im Gegensatz zu deinem Pick. Du hast gerade noch gesagt, man muss sich ein bisschen umschauen. Man wird belohnt, wenn man erkundet, man findet es nur an Wandmalereien. Es kann nicht jeder diese Wandmalerei gesehen haben. Das kann man verpassen. It's a Me Mario wirst du immer sehen. Es ist etwas, was von Nintendo immer wieder aufgegriffen wird. Ich glaube, Charles Martinet, genau, ich bin schlecht mit Namen, der wird es immer wieder sagen müssen, weil alle Leute es mit ihm verbinden. Du hast, und das ist der wichtige Punkt, wo wir auch einer Meinung sind, du brauchst, finde ich, damit etwas unvergesslich ist, noch einen Bezug dazu. Und mein Bezug ist dann direkt Nintendo, ist Super Mario. Und damit wirst du direkt auch erzogen als Kind und nimmst das über mehrere Generationen weiter, gibt es deinen Kindern wieder weiter. Portal ist nichts für Kinder. Und wie gesagt, du kannst es verpassen und dementsprechend. Aber das war ja nicht gefragt, was ist das beste Marketinginstrument? So. Es ist natürlich auch ein bisschen Interpretationssache, was für ein individuell das Ikonischste ist oder Ikonisches ausmacht. Ich möchte das auch
Du hast mir ja eben vorgeworfen, das kann man nur entdecken, wenn man danach sucht. Ganz so ist es nicht, weil es gibt schon auch viele so Symbole in diesen Kammern, die dir ja immer so zeigen, quasi was es hier gibt, für ob es einen Knopf gibt oder ob es einen Würfel gibt. Und da ist auch immer mal ein Kuchen dabei. Dazu habe ich ja schon gesagt, dass GLaDOS immer mal wieder den Kuchen erwähnt und dich damit teased. Deswegen ist das quasi nur das belohnende Ende des Ganzen, aber der Kuchen an sich führt dich durchs gesamte Spiel. Mhm. Und dadurch, dass, und das konnte ich eben in den 60 Sekunden nicht perfekt ausführen, dass du am Ende den Kuchen sogar noch bekommst, das erwartest du ja einfach überhaupt nicht mehr, weil du denkst, es gibt halt sowieso keinen Kuchen, weil du irgendwann verstehst, wie böse GLaDOS ist. Und deswegen prägt sich das bei dir auch so unfassbar ein, wo du dann am Ende nach diesem Bosskampf, wo du sie vernichtet hast, an dem Kuchen triumphal vorbeifährst. Eine krassere Belohnung gibt es nicht. Ja, aber es geht ja um die Textzeile. Und nur weil du da jetzt ein Bild von einem Kuchen siehst, hat das ja nichts mit der Textzeile per se zu tun. Ja doch, es stärkt sie. Es stärkt sie, ja, aber wir reden hier nur um die eine Textzeile. Und da hast du gesagt, man findet die nur, wenn man sie wirklich sucht. Und ich finde, sowas kann man, für mich war das jetzt nicht relevant bei Portal, also, aber ich bin auch ein bisschen anders als man. Ich weiß, das ist ein Riesentrendding. Aber wir reden hier über eine bestimmte Textzeile, die für sich alleine unvergesslich ist. Etwas, was man nicht vergisst. Und wenn man, wie gesagt, bei mir ist es halt, man hört die Stimme direkt, wenn man It's a Mimar sagt, von Charles. Es ist immer diese eine Zeile, die braucht nicht verstärkt werden. Die Zeile verstärkt wiederum eigentlich die Fantasien der Spieler, weil sie dann, wie gesagt, direkt den Bezug haben zum Game und sofort wissen, das ist es. Ich will nur ganz kurz argumentativ widerlegen, dass man sozusagen ja auch vorbeirennen kann. Nur Deppen rennen daran vorbei. Also das ist schon richtig schwer, das zu verpassen. Jeder hat das da gelesen, der dieses Spiel durchgespielt hat. Fact-Checker, können wir das mal bitte prüfen? Ja, wie will er das prüfen? Ich finde ja beide so ein bisschen. Also Kuchen ist schon lecker, das stimmt. Alles darüber hinaus sehe ich anders. Also das ist eine relativ trennige Geschichte. Cake is Alive wird so vergessen werden wie Hasta la Vista, Baby oder sowas. Es ist zwar relativ groß, aber es ist in dem Kontext einfach nur, finde ich, ein bisschen zu klein gedacht. Und bei It's Me Mario, finde ich, hinkt es ein bisschen, dass das erst eingetreten ist mit, ich weiß nicht, N64 wahrscheinlich, Sprachausgabe. Das erste Mal bei Mario 64. Vorher kam aber auch schon ein halbes Dutzend Mario-Spiele raus, in denen das gar nicht eintrat und in denen das überhaupt nicht, auch nicht mal auch gar nicht als Textteile, auch nicht ungesprochen auftauchte. Und das sind eigentlich die Mario-Teile gewesen, die das Ganze definiert haben, aus denen alles entstanden ist. Das ist nur ein kleines Randprodukt, das It's a Me Mario. Deswegen weiß ich nicht genau, wenn es schon von vornherein dabei wäre bei Super Mario und Mario so mitgestaltet hätte, würde ich es noch valide finden. Aber alle Menschen, die nur den klassischen Mario kennen, NES, SNES, und gar nicht in der Generation waren, ein GameCube besessen zu haben. Oder N64 meine ich ja. Glaube ich, können das so nicht nachvollziehen. Und deswegen, das sind meine Punkte, warum es vielleicht bei euch hinken könnte. Also es ist nur kurz, ich lasse dich gleich sprechen, Valentin. Es ist ja nicht egal, wann es eintritt, weil irgendwann man muss Einspruch eintreten und eine Marke setzen. Also dementsprechend ist das für mich kein Argument zu sagen, ja, das ist jetzt später eingetreten, wenn es früher gewesen wäre. Nee, darauf baut man jetzt auf. Das sind Generationen, die immer weiter damit aufwachsen werden. Wenn ich vielleicht irgendwann Kinder habe, dann kriegen die auch eine Konsole und dann werden die erstmal Mario spielen, weil das Kinderkonsolen sind. Und die funktionieren aber auch, Spiele meine ich, und die funktionieren auch, wenn man älter ist. Also es ist etwas, womit man unweigerlich aufwachsen wird, wenn man als Gamer eben. Aber wenn du mal in die Zukunft schaust und dann wird, nur ganz schnell, in 50 Jahren wird die Historie von Nintendo, dann werden sie Super Mario Bros. Rausholen oder vielleicht das SNES. Jede danach rausgekommene Konsole hat eine geringere Chance, noch als Klassiker zu gelten. Und das wird dann auch übermittelt werden. Diese Spiele werden im Kopf bleiben. Der, was weiß ich, achte Titel auf der fünften Konsole oder sowas, in dem dann dieser Spruch war oder so, wird dann vielleicht ein bisschen an Bedeutung verlieren. Ich hätte vielleicht noch abschließend eine Frage an dich, Dennis. Wieso darf ich denn jetzt nicht noch was? Also, mach ruhig. Ja, ich mach kurz Weile unterbrochen. Ja, genau. Ich wollte nur noch das eine ausführen. Ja, beide argumentiert mit Masse. Also, Game Over wird überall erwähnt und deswegen ist es nur ikonisch. Genauso bei It's a Me Mario. Es kommt so häufig vor, dass es dadurch sich einbrennt. Aber mein Spiel hat es geschafft, mit einem Teil, der relativ kurz ist,
bei allen bekannt zu sein. Selbst wenn du es nicht gespielt hast, kennst du das. Und Game Over hat für mich dazu noch das zusätzliche Problem, dass es nicht unbedingt nur mit Videospielen verknüpft ist. Also auch die Römer haben sicherlich schon irgendein Buhl gespielt und gesagt, Sandro, bitte, übersetzt halt einfach nur Spiel vorbei. So, die haben dann auch gesagt, ja, ich habe mit Buhl gewonnen, einfach Game Over. Genial. Die Asa-Römer. Ja. You mean what I, you get what I mean. Okay, das mit den Römern stellt mich natürlich an die Wand. Aber vielleicht kann Sandro da mal kurz gucken, ob das eigentlich Cäsar erfunden hat. Ja, aber ich würde an dieser Stelle vielleicht die offene Runde dann auch beenden. Mhm. Es ist auf jeden Fall, es sind sehr, sehr gute Antworten dabei. Fangen wir an mit Chiara, ne? War als erstes dran. Mhm. Chiara, It's a Me, Mario ist natürlich legendär. wahrscheinlich der arme Charles Martinet, wenn er irgendwie mal auf einer Messe ist, wird er von 500.000 Menschen angesprochen. So, hey, kannst du das vielleicht noch mal sagen? Und ich glaube, das macht ihn, sei dahingestellt, ob ihn das noch wirklich glücklich macht heutzutage. Aber ja, It's a Me, Mario steht natürlich ikonisch für Mario, einen der bekanntesten Videospielhelden in der Geschichte der Videospiele. Steht natürlich auch für Nintendo und ist wahrscheinlich auch etwas, was jeder, der in irgendeiner Form mal ein Gamepad in der Hand gehalten hat, etwas, was man gehört hat. Kommen wir zu Valentin. The Cake is a Lie aus Portal ist auch ein sehr starker Pick, finde ich, weil es halt auch einfach, so wie du es erklärt hast, es ist auch für ein Rätselspiel mit so einer Story um die Ecke zu kommen, mit GLaDOS einen Charakter anzubieten, der halt auch interessant ist und spannend bis zur letzten Minute und das, die Geschichte um den Kuchen oder beziehungsweise das Mysterium um den Kuchen ist natürlich auch etwas, was so in der Videospiel-Community an jeder Ecke quasi ging und wo man sich auch drüber ausgetauscht hat. Game Over von Dennis ist ein sehr spannender Pick, finde ich. Aufgrund der Tatsache, das haben Valentin und Chiara auch schon so ein bisschen erwähnt, es steht ja nicht quasi für ein Spiel, sondern eher für etwas, was in einem Videospiel stattfindet. Und ist ein alle Videospiele im Grunde. Und ist natürlich auch ja quasi mittlerweile allgemeiner Sprachgebrauch und hat die Sphären der Videospiele mehr oder weniger verlassen. Genau. Da frage ich mich allerdings, im Gegensatz zu Press Start oder New Game, was ja quasi in eine ähnliche Richtung fährt, warum dann Game Over etwas stärker ist. Andererseits, vielleicht kann man da auch mal Shoutout an das Spielemagazin G, kennt ihr das noch? GEE, hatten ja immer die letzte Seite mit einem Game Over Screen aus einem alten Videospiel und so eine kleine Lobeshymne darüber geschrieben. Deswegen war ich in der ersten Minute, als ich davon erfahren habe, Game Over, war ich erst so ein bisschen so, huh? Aber ich kann's auch nachvollziehen. Ist natürlich aber trotzdem für mich nicht gerade einfach. Was ist denn daran nicht einfach, wenn die Frage uns beantwortet, was ist die unvergesslichste Spielezeile? Und wenn ich Game Over sage, was auf der ganzen Welt bekannt ist und über Dekaden und Jahrhunderte noch bekannt sein wird, wie kann das nicht unvergesslich sein? Ja, ich möchte an dieser Stelle vielleicht einmal Sandro zu Rate ziehen, ob er irgendwie herausgefunden hat, was mit den Römern und Game Over auf sich hat. Es war ein Beispiel, es können auch die Griechen gewinnen. Ja, oder die Griechen, das kann er ja auch noch ganz schnell checken. Aber wenn das auch schon erwähnt wird, möchte ich auch, dass Sandro da ein wenig schwitzt da hinten. Also ich habe so ein bisschen rumgegoogelt, ob das irgendeine Verbindung zu Cäsar gibt. Gibt's nicht. Das muss ich enttäuschen. Zu den Römern auch nicht. Mich verarschen. Die Frage ist, als ob ihr das nicht gerafft habt. Das Beispiel für früher hat auch schon mal jemand ein Spiel vorbei gesagt. Ich muss mich jetzt natürlich auch so ein bisschen entscheiden und ich schwanke da echt so ein bisschen zwischen Valentin und Chiara. Ich würde aber den Punkt, ich bin noch so am Abwägen. Ich schaue nur mal ein bisschen hilferufend in den Chat. Fake News Valentin wird da geschrieben. Ist natürlich auch etwas, worüber wir dann vielleicht später noch mal reden müssten. Aber jetzt muss ich mich entscheiden. Ich glaube, ich gebe den Punkt Chiara. It's a Me, Mario ist einfach
Das ist etwas, was Menschen gehört haben, die wahrscheinlich auch noch nie Videospiele gehört haben. Ich fand die Argumentation auch einfach ziemlich stark, dass das halt steht, aber ein kurzer Text. Es ist halt natürlich auch, steht natürlich auch ein bisschen so für den technischen Sprung mit Super Mario 64, It's a Me, Mario. Das kannst du heute irgendjemandem sagen und er wird natürlich sofort wissen, wer das gesagt hat oder von wo das kommt. Super Mario, Mario, Videospielheld, Nintendo. Aber es fiel mir wirklich nicht einfach. Ich habe ein Argument nicht gebracht, dass man bei dir lesen können muss. Ja, okay. Davon gehe ich aus. Ich hatte richtig Angst vor Dennis Pick. Ich dachte, fuck, das ist echt. Ein bisschen schade, dass du nicht auf meine Begründung eingegangen bist bei der Siegesverkündung. Ja, aber ich finde es halt bei dir ein bisschen schwierig, ganz einfach, weil Game Over steht für so viele Spiele. Es taucht in so vielen Spielen auf. Es ist ein bisschen unkonkret und das ist halt so, dann hätte man auch sagen können, ja, press Start. Oder Ladespiel. Oder Option. Das ist so. Das, es ist nicht etwas, was halt irgendwie, es zeigt ja einfach an, ja, okay, das Spiel ist jetzt vorbei, du hast verloren. Es ist nicht irgendwie etwas, was für ein konkretes Spiel steht oder was man irgendwie in Verbindung mit einem Helden oder einer Stelle aus einem Spiel in Verbindung bringen könnte. Deswegen war ich da so ein bisschen resistent. Ich muss ganz kurz auch, also Chiara hat den Punkt verdient bekommen, meiner Meinung nach, weil mein Pick war auf jeden Fall schwächer. Das durfte ich während der Argumentation ja irgendwie, wäre es schlecht, das zu sagen. Aber ich habe im Chat noch den Ultra-Pick gelesen gerade, ja? Als wir fertig waren. Hätte ich mal Press F to pay respect genommen. Ja. Das ist doch, ne, so oft wie F in jedem Chat dieser Welt gespammt wird. Der hat sich richtig eingeprägt. Hätte ich das mal genommen, ey. Scheiße. Ja, ich war auch noch, ich habe auch so ein bisschen vorher drüber nachgedacht, so all your base are belong to us oder das wollte ich eigentlich nehmen. Princess, ja. The Princess ja. is in another cast. Aber ich dachte, dann nimmst du was die Leute vielleicht unvergesslicher im Kopf behalten und nicht in wenigen Monaten wieder vergessen. Aber wir haben natürlich jetzt einen neuen Zwischenstand, der noch relativ eindeutig ist, mehr oder weniger. Chiara führt mit 2 Punkten. Mich würde aber trotzdem interessieren, brennend, was die Community dazu gesagt hat. Wir können ja vielleicht mal den Vote einblenden. Ziemlich stark bei Dennis. Und ich würde da vielleicht auch noch mal ganz kurz zu Sandro rübergehen, ob er vielleicht in den sozialen Medien etwas gefunden hat. Genau. Wo wir schon mal bei Game Over sind, bevor wir kurz gucken, was die Community so geschrieben hat bei Twitter, habe ich mal geguckt, wo es zum ersten Mal eigentlich verwendet wurde. Bereits das erste Arcade-Spiel mit Mikroprozessor Gunfight von 1975 verfügte über die Game-Over-Anzeige. Auch bei Spielen mit Vektorgrafik gab es diese. Also schon mega lange Historie von Game-Over. Dann können wir mal gucken, was sonst noch genannt wurde. Zum einen, ich bin Guybrush Threepwood und ich will Pirat werden. Auch kein verkehrter Pick. Mein Favorit ist EA Sports. It's in the game. Das wollte ich fast nicht. Hatte ich kurz in der Auswahl. It's in the game, wie ich es immer verstanden habe. Auch fantastisch. Lass uns Witchfinder in die Jahren gehen. Auch episch. Aus Gothic natürlich. Dein lieber volles Pfund aufs Maul. Auch nicht verkehrt. Was mehrmals genannt wurde, ist War Never Changes von Fallout. Stimmt, ja. Von der Reihe Game Over. Wird eine der ikonischsten Wortkonstellationen in der Gaming-Welt bleiben, denke ich mal, sollte dahin kommen. Also hier waren noch einige auf der Seite von Dennis, aber was auch zu Game Over gepasst hätte, wäre natürlich das hier. You Died von der Souls-Reihe, was dich immer wieder frustriert, aber auch motiviert weiterzumachen. Also auch das wurde mehrmals erwähnt. Was ich aber auch noch zeigen wollte von der Frage davor, von der allerersten Frage, war dieses Tattoo. Wie krass ist das, bitteschön. Wenn PlayStation irgendwann so wichtig wird, dass man sich davon gleich mal ein Tattoo stechen lässt. Ist das Dennis Heinrichs neues Ding, oder was? Könnte sein. Der hat, glaube ich, irgendwas von Nintendo am Arm, ne? Genau, die Buttons. Die normalen Buttons. Die SNES-Buttons. Die normalen Buttons, genau. Ja, also vielen, vielen Dank für die ganzen Einreichungen. Ich habe die auf jeden Fall auf dem Schirm. Mal gucken, wie so die dritte Runde laufen wird. Die Frage ist nämlich sehr, sehr spannend. Aber ich brauche weiterhin Fragen von euch unter dem Hashtag Gamefights fürs Finale. Da kamen schon einige richtig schöne Fragen. Ein paar bräuchte ich vielleicht noch, damit wir auch eine schöne Finalrunde nachher haben. Und ich glaube, jetzt gibt es erstmal eine kleine Pause, aber das wird Kuro euch ja gleich sagen. Auf jeden Fall schon mal cool, dass ihr alle so fleißig am Start seid. Nice Pulli, Sandro. Ja, Mann, ey. Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend, was auch die Community auf Twitter so für Vorschläge gebracht hat. Da gibt es natürlich sehr viele interessante Dinge und ganz. Ich meine, ich versuche ja so fair wie möglich zu sein, aber hätte jemand You Died gesagt, dann hätte man wahrscheinlich schon so ein wenig mein Herz erobern können. Aber echt? Gut. So einfach ist das. Ja. Ich weiß, ich muss noch mal eingehen, da ich mir den Sieg eigentlich recht sicher gesehen hatte, aber so
Ich habe versucht, was zu nehmen, was wirklich schon über mehrere Generationen funktioniert. Aber wenn dann sowas wie You Died, was jetzt gerade mal seit ein paar Jahren so ein kleines Trendding ist, bin ich überhaupt nicht vergleichbar mit sowas. Mhm. Also, und davon gibt es einfach so viele Sachen. You Died ist einfach nur ein Trendding. Und also, weiß ich nicht. Ich habe das ein bisschen anders gesehen. Ja. Aber bevor wir mit der dritten Runde starten werden, erholen wir uns noch mal ganz kurz. Ihr habt auch die Zeit da draußen, vielleicht noch mal ein Kaltgetränk zu schnappen, ein bisschen durchzuatmen, denn jetzt gibt es erstmal eine kurze Werbepause. Gamefights. So, da sind wir auch wieder zurück aus der Werbepause. Willkommen zurück zu Gamefights. Bevor wir die dritte Runde starten, noch ein kleiner. Ich sehe das hier, ne? Was ihr da im Chat schreibt, das sehe ich hin und wieder. Freue mich auf jeden Fall über das Feedback, was so gesagt wird. Und natürlich kann ich auch verstehen, wenn einige Leute sagen so, ja, der Judge hat ja absolut keine Ahnung. Aber das ist ja auch so ein bisschen das Ding. Ne? Das ist ja ein sehr subjektives Thema, das wir heute behandeln werden oder über Videospiele reden. Das ist natürlich auch immer heftig Geschmackssache. Von daher ist es auch vollkommen okay, wenn es Leute gibt, die sagen so, oh, Kuro, du hast aber absolut gar keine Ahnung. Denn es gibt halt für jede Person da draußen auch, naja, andere Dinge, die wichtig sind oder im Vordergrund rücken, deswegen alle Judges werden gehatet, wenn sie... Wird da einer gerne seine Entscheidung vielleicht rückgängig machen? Oder was also, ich da gerade nicht. Ich bin schon zu lange Teil der Spielebranche, dass ich über die Jahre gelernt habe, wenn man sich für etwas entscheidet oder wenn man falsch liegt, wenn man bleibt dabei! Wenn man in der Preview zu den Xbox 360 Steel Battalion sagt, oh, das funktioniert aber mit Kinect ziemlich gut, und der Test dann rauskommt, nein, das funktioniert gar nicht gut, dann ist das nun mal so. Aber wollen wir doch jetzt mal weitermachen, und zwar mit der dritten Runde. Und das ist auch eine sehr spannende Frage. Ich habe grundsätzlich hier in Gamefights diese Ausgabe, bin ich froh, dass ich Judge bin? Eigentlich nicht, weil ich ziehe ja den ganzen Groll von so ziemlich jedem, von so ziemlich jeder Person auf mich, die es sowohl hier in diesem Raum gibt, aber auch da draußen im Internet. Aber das ist auch eine sehr interessante Frage. Und zwar lautet sie wie folgt. Welches nicht mehr existierende Entwicklerstudio fehlt der Spielewelt am meisten? Und da gibt es natürlich einige. Man, Grüße gehen raus auch an Electronic Arts an dieser Stelle. Aber wir wollen mal anfangen, und zwar mit Walle. 60 Sekunden für dich. Ja, mein Pick lautet Bullfrog Productions. Das Studio von Peter Molyneux, oder beziehungsweise wo Peter Molyneux als erstes tätig war. Viele Leute, inklusive mir, kritisieren diesen Mann enorm. Aber das war seine starke Zeit. Da haben wir es gerade gesehen, Populous. Damit hat er die Göttersimulationen überhaupt erfunden. Und wer gerne auf dem PC spielt und irgendwelche Wirtschaftsmanagement-Aspekte liebt, das hat auch dieses Studio geprägt mit der Theme-Park-Reihe, die wir dort gerade gesehen haben. Weiterhin Magic Carpet, High Octane, Syndicate Wars, alles tolle Spiele, aber Dungeon Keeper, da haben wir es auch gerade gesehen, was, Grüße gehen raus an EA, natürlich von EA dann später als ganz, ganz grauenhafte Neuumsetzung komplett den Ruf dieses Spiels kaputt gemacht hat, aber Bullfrog Productions hat damit eins der genialsten Spielprinzipien aller Zeiten kreiert, von daher für mich ganz klar safe das Studio, was nicht hätte sterben dürfen, nur weil Peter Molyneux woanders ein Zuhause gefunden hat, heißt das nicht, dass dieses Studio nicht hätte bleiben sollen. Ach ja, Bullfrog, Ruhe in Frieden. Gut, kommen wir zu Dennis. Check noch mal kurz deine Quellen. Ja, ich muss noch mal ganz kurz gucken, weil mir natürlich jetzt nicht alle Spiele sofort einfallen, welche der Publisher, der mir im Kopf schwirrt, der Entwickler. Deswegen, werde ich hier für mein Telefon, für die Spieletitel, dass mir das noch wenigstens... Aber du darfst auch die Liste jetzt mittlerweile umdrehen. Dürfen wir? Dürfen wir nicht. Achso, ich dachte, bei Chiara die gerade... Ich hab sie wieder um. Was denn das? Darf man das ist eine Spieleliste. Ja, komm, dreh. Du darfst halt jetzt nicht gegen die anderen Spiele schießen. Die stehen nämlich mit drauf, unsere. Konzentrier dich bitte nur auf deine Spiele, die du gerade suchst, sozusagen. Achso, ja, guck mal. Eben, alles gut. Okay, ja. Wir haben so viele Zettel hier mittlerweile. Ja. Ich komme auch schon ganz durcheinander. Oh, die sind aber nicht vollständig. Da fehlt aber ein. Ah, nee, da geht's noch weiter. Okay.
Aber würdest du vielleicht kurz dann... Soll ich mal antworten? Ja. Okay, welches nicht mehr existierende Entwicklerstudio fehlt der Spielewelt am meisten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ohne lange nachzudenken, fällt mir da sofort eins ein. Und das werde ich auch nehmen, weil es da keinen Sinn macht, weiterzudenken. Für mich ist es einfach Westwood. Westwood sind die Leute, die damals vielleicht bei den meisten Leuten mit Dune 2 das erste Mal eine Entscheidung getreten sind. Hier sehen wir es gerade. Und waren aber auch schon vorher am Start. Die haben mit SSI zusammengearbeitet. Da haben sie die Eye of the Beholder-Serie gemacht. Ich weiß nicht, da muss man ja, also muss ich da noch was zu Eye of the Beholder, war sowas von wegweisend. Wir haben gerade Lands of Lore gesehen. Das hier haben sie nur portiert. Das ist hier nicht Aladdin, wie heißt das? Aladdin mit dem Löwen. König der Löwen. Dann seht ihr, ist daraus Command & Conquer entstanden. Ich meine, ich gehe mal ganz kurz durch. Ich hange mich jetzt nicht an den Bildern, sonst bin ich zu langsam. Muss ich überhaupt was zu sagen? Die Bilder sprechen. Was hatten die noch als? Abgesehen von Command & Conquer, die haben Dune 2000 mal rausgeholt. Eine Sache wollte ich noch drauf eingehen. Eine war mega wichtig. Legend of Kyrindia haben die sogar gemacht. Also nicht nur, dass sie die fucking Echtzeitstrategie sozusagen erfunden haben, und jetzt kommen wir nicht mit Herzog 2, sondern sie haben auch noch verdammt noch mal Point and Click und so ein Shit gemacht. Und Dungeon Crawler. Dennis, die 60 Sekunden sind vorbei. Ich würde dich bitten, vielleicht deinen Monolog einzuspielen. Die Bilder haben mich abgelenkt. Ich hätte viel fokussierter Fakten gemacht, wenn die Bilder nicht so geil gewesen wären auf diesem Bildschirm. Ja, die haben auch abgelenkt. Die lenken einen total Freunde, ab. Freunde, ihr habt ja noch Zeit zu diskutieren. Fantastisch. Und die Zeit beginnt jetzt. Komm. Ich habe noch gar nicht gepitcht, Leute. Ach, das tut mir wirklich leid. Der Judge hat gesprochen. Nee. Oder bin ich das wert, weil ich schon zwei Punkte habe? Es tut mir wirklich leid. Ich will alle Punkte haben. Gib ich war mir schon, den dritten dadurch, dass das auch, weil es das schon so ein bisschen hin und her gab, war ja, ich auch stimmt. schon direkt einen Gedankensprung weiter. Es tut mir natürlich Ich bin auch ganz schnell, tatsächlich. Ja, aber du hast natürlich auch deine 60 Sekunden und dein Spotlight. Also, welches nicht mehr existierende Entwicklerstudio fehlt der Spielewelt am meisten? So, da denke ich drüber nach. Was würde mir denn fehlen? Eigentlich fehlt mir nichts wirklich, was alt ist, weil alte Spiele sind schlecht gealtert. Wir haben sehr viele Remaster, die so nicht mehr funktionieren. Man hat das bei Command & Conquer gemerkt. Nee, ist nicht mehr so geil. Viele WoW-Fans bei Classic haben sich dann auch gedacht, da spielt doch eher die Nostalgie mit und die rosarote Brille. Also nehme ich doch lieber ein Studio wie Irrational Games, die mit der heutigen Zeit gehen. Die haben System Shock gemacht, dann haben sie den geistigen Nachfolger quasi Bioshock gehabt und Bioshock Infinite. Du hattest bei Irrational quasi, es ist ein Studio, was eigentlich von Anfang bis Ende immer gute Spiele rausgehauen hat. Die gehen immer, können immer noch mit dem Zeitgeist gehen. Also würde dieses Entwicklerstudio zurückkehren, dann wüssten sie immer noch, was Trend ist. Die wüssten immer noch, was die Spieler wollen, wie es funktioniert. Und das ist meiner Meinung nach der wichtigste Punkt, warum sollte man sonst in der Entwicklerschule zurück wollen, wenn man dann nicht was Besseres bekommt, als sie sonst noch rausgehauen haben. Oder zumindest genauso gut. Und genauso gut sind sie sicherlich dann noch. So, es tut mir wirklich leid, dass ich dich ein wenig übergangen habe. Das war absolut keine Absicht. Aber jetzt öffnen wir die Runde für alle Beteiligten. Und ja, viel Spaß. Also, Irrational Games hat natürlich gute Spiele gemacht. Kann man nicht anders sagen. Bioshock und System Shock, zwei tolle Spiele. Das war es aber halt auch schon, ne? Also, besonders viele sind das nicht. Bioshock 2 war jetzt zwar nicht schlecht, ist auch gar nicht von denen sich gerade. Nee, war ja auch nicht der beste Teil davon. Da genau, wollte ich gerade nämlich sagen, ist dann also kein Gegenargument. Aber SWAT 4 war auch nicht der beste SWAT-Teil. Also es ist jetzt nicht so, dass man Irrational Games nachsagen könnte, sie haben von diesen Marken, die sie da entwickelt haben, die besten gemacht. Im Gegensatz zu Bullfrog Productions. Denn ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, das habe ich nämlich eben in meinen 60 Sekunden gar nicht mehr geschafft, das Theme Hospital, das wird ein bisschen unterschätzt, glaube ich, weil, also oder nicht weil, sondern es war damals unfassbar, dass jemand mit einem blöden Krankenhaus Leute hunderte Stunden fesseln konnte, um Quatschen im Krankenhaus zu machen. Das wurde jetzt ja sogar eben mit, wie hieß es, Two-Point Hospital, glaube ich, neu aufgelegt, weil eben dieser Klassiker so unglaublich beliebt war. Dungeon Keeper sollte neu aufgelegt werden, haben sie nicht hingekriegt, weil da ist auch nicht so leicht ranzukommen. Und Theme Park World hat dann sogar das Theme Park Franchise, welches immer noch eins der geilsten Aufbauspiele ist, sogar noch mal einen draufgesetzt, beziehungsweise weitergeführt. Also ich weiß gar nicht, warum wir hier noch länger diskutieren sollten. Und ihr sagt ja auch nichts, ihr unterbrecht mich ja auch nicht. Offensichtlich hab ich gewonnen. Ich wollte, was hattest du noch mal für ein Irrational Games. Irrational. Also ich kann. So, und dann unsere beiden wurden von EA zerstört. Jetzt. Doch, Bullfrog war am Ende, lief, glaube ich, über EA und dann, ich meine, beziehungsweise zumindest war doch die Dungeon. Nee, oder? Zumindest das Dungeon was für ein Fact-Checker.
Ja, ja, stimmt. Wir verwechseln ihn. Ja. Aber zumindest Dungeon Keeper, die Rechte waren am Ende bei EA und die haben es dann. Aber das geht ja zielführend. Ja, sag ich. Also, wenn ich ganz ehrlich sagen, ihr habt beide ziemlich gute Picks. Ich hab was, aber ich will erstmal Dennis sprechen lassen. Ihr habt ziemlich gute. Also, ich meine, Bullfrog ist ein ziemlich guter Pick. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich euch nicht die ganze Zeit lobe, weil ich finde es wirklich, also Bullfrog ist echt eine gute Nummer. Aber wir haben ja auch Zettel liegen und wenn wir mal schauen, eure beiden produzierten Spiele, eurer beiden Entwicklerstudio passen auf einen Zettel, genauso wie alle meine Spiele meines einen Entwicklers. Vielleicht nochmal ganz kurz die Bandbreite zu unterstreichen, die mein Entwickler Westwood tatsächlich mit sich bringt, anstelle von, was haben wir, Irrational? Wie viel sind das? Aber jedes zweite kennt man halt auch nicht, ne? Oh, da lehnst du dich. Willst du wirklich noch Game New Plus mitmoderieren? Ich weiß nicht, ob das jetzt noch geht. Die Show gibt's Gott sei Dank nicht mehr. Puh, Glück. Also in der Zeit war es einfach, mit Westwood gab's nichts anderes. Alleine, dass sie diese, ich will mich nicht wiederholen, sondern ich würde gerne sonst vielleicht eher auf euch eingehen. Aber es gab nichts anderes. Sie haben so viele Genres gemacht. Und ich finde, eure Entwickler sind ein bisschen zu klein und haben vielleicht ein, zwei, höchstens drei interessante Titel mal gehabt, die die im Gedächtnis bleiben, die auch wichtig sind, wo ich das auf keinen Fall irgendwie euch strittig machen will, aber das ist vielleicht auch schon ein Indikator, Westwood hat einfach davon mal dreimal so viel gemacht. Und deswegen vielleicht ein bisschen größeren Impact gemacht und fehlt mir deswegen noch mehr. Ich will eigentlich gar nicht gegen euch, weil mir fehlt Bullfrog auch so sehr. Und Irrational ist auch Westbrook so geil. Ja auch. Aber dann muss ich auch, denn wenn ich an Irrational denke, dann denke ich auch an Looking Glass und so weiter. Und dann geht's immer weiter. Von denen gibt's so viele. Aber Westwoods. Und da habe ich lange drüber gedacht, Westwoods gibt es nur eins eigentlich. Und da brauche ich nicht mehr, weiß ich nicht. Okay, dann hack ich jetzt mal ein. Also bei euren beiden Studios bin ich der Meinung, dass es über die Zeit Konkurrenten besser gemacht haben. Und wir reden jetzt, dass wir sie jetzt zurückhaben wollen, die Entwicklerstudios. Und ich weiß nicht, ich würde jetzt keinen Command & Conquer vermissen, weil ich finde, es gibt viel bessere Strategiespiele mittlerweile. Warum sollte man das jetzt noch vermissen? Den Entwickler vermissen wir ja nicht ein Spiel von denen. Ja, ich weiß, aber du redest ja auch gerade von der Quantität eben. Und jetzt vermisst du doch die Entwickler. Obwohl du gerade mit der Quantität argumentiert hast. Genau, weil sie viele, natürlich, sie entwickeln ja Spiele, das hier Abyss. Und je mehr Spiele sie machen, umso mehr Impact haben sie. Und je mehr Facetten sie damit belegen, umso noch mehr Impact machen sie. So zumindest denke ich, deswegen hatte ich das. Okay, wie gesagt, sehe ich nicht so. Ich bin immer noch der Meinung, es machen Konkurrenten, auch wenn jetzt Bullfrog viele Genres vielleicht begründet hat, gibt es einfach Spiele, die mittlerweile es wesentlich besser machen. Ich denke mir nicht, boah, jetzt möchte ich hier noch mal, wie heißen das, Theme Hospital haben, weil Two Point Hospital einfach richtig gut ist. Aber so eine Geschichte zu erzählen, so eine Atmosphäre zu haben, wie es Irrational Games gemacht hat mit System Shock und Bioshock, das kriegt so einfach niemand hin. Aber den Ball kann ich nur zurückspielen, weil System Shock 2 ist auch super sperrig, wenn du das heute nachholen willst. Klar, das bekommt auch ein Remake, weil es ein gutes Spiel war. Das will ich gar nicht wegdiskutieren, aber das ist ja sozusagen mit Two Point Hospital auch passiert. Ja. Ja, ich würde nur, macht erst mal, ich würde gleich noch. Das sind wirklich gute Spiele, ihr habt recht, aber das Beispiel, was ich genannt habe, ist nicht nur tolle Spiele gemacht, sondern ganze Genres geschaffen und definiert. Ja, das also ja so ein System Argument. Shock ist eine tolle Nummer, will ich gar nicht sagen. Erste, zweite Teil, alle. Aber das ist so eine Serie in einem Genre, das sowas von überpopo, wie sagt man, Popo? Ja, stimmt. Ne? Populiert. Überpopot wurde, aber für mich ist das überhaupt keine Begründung, dass man was definiert hat, weil. Ganze Genres. Schau dir mal an, ja, was Apple und Riot alles nachgemacht haben, die haben es einfach besser gemacht. Ja, aber schau mal, die haben sie sich ausgedacht. Und ich sag das deswegen, weil ich damit sagen will, was wäre, wenn es sie noch geben würde? Weil das ist ja die Frage. Wer fehlt mir? Wenn Westwood heutzutage noch da wäre, kann sich kein Mensch ausdenken, was für geile Spiele wir hätten. Wenn Irrational Games noch da wäre, kann ich dir sagen, dann hätten wir System Shock 3. Ja, oder Bioshock 6 oder so. Also ja. Der Meinung bin ich auch ganz klar, weil Bullfrog hätte genauso noch so viel begründen können, was sie damals schon mit diesen tollen Wirtschaftssimulationen gemacht haben. Wer weiß, was die jetzt, gäbe sie 2015 noch und die hätten die heutigen technischen Mittel, dann hätten die wahrscheinlich. Scheinbar haben sie sehr viel begründet und haben sich trotzdem aufgelöst. Ja gut, das kannst du jetzt ja über jedes unserer Studios sagen. Ja, aber ich meine ja trotzdem, waren ja wohl nicht so erfolgreich. Das ist, also, wie gesagt, also ich finde, es sind Spiele, wo vielleicht sich fast keiner denkt, der so zwischen 15 und 30 ist, dass man die jetzt so krass vermisst, weil Westwood ist bekannt für Command & Conquer. Ja, die haben noch andere
Titel gehabt, die so Perlen sind, die aber so ein bisschen untergeht. Und wie gesagt, Command & Conquer haben mittlerweile andere Entwickler besser gemacht. Und da würde ich ganz kurz, gerne einhaken, weil du das jetzt schon ein paar Mal diese Behauptung aufgestellt hast. Aber könntest du auch sagen, welche Studios oder welche Entwicklerstudios halt. Wozu denn? Es ist doch völlig normal. Und auch schön so, dass wenn jemand etwas entwickelt, jemand anders das besser macht. Ich verstehe nicht, warum das relevant ist für. Ich würde das einfach nur, weil das, um das halt nochmal einfach so dem nochmal einfach doppelt sicher zu machen. Das ist jetzt also diese Behauptung zu untermauern quasi. Naja, wir hatten ja Command & Conquer das Remaster, wo jeder gesagt hat, wie sperrig das ist und wie schlecht sich das spielen lässt. Da hast du etwas wie StarCraft, du hast meinetwegen sogar ein Age of Empires, was einfach viel besser funktioniert, wo du als Einsteiger auch sofort verstehst, was du machen musst, hast du bei Command & Conquer eben nicht. Ja, aber das ist ja nicht für Kinder Command & Conquer. Da muss ich jetzt einfach mal für Dennis argumentieren, weil der seine Schnauze hat. Command & Conquer, natürlich war das ein komplexes Game. Ah, es war auch fantastisch für mich. Ich glaube auch, du schwimmst. Ich glaube nicht, dass du selber glaubst, was du gerade sagst. Also Command & Conquer hast du mal Dune 2 gespielt? Und weißt du, was das für ein Riesenschritt war? Echtzeitstrategie technisch. Alleine, dass man ein Command & Conquer hat erfunden, ein Fenster zu ziehen, dass du mehrere Einheiten zusammen. Nee, warte, das war Warcraft. Warte mal, was kam zuerst? Zumindest war das bei Dune 2 noch nicht da. Und es waren so, die haben die Leiste an die rechte Seite. Es waren die ersten, die auf die rechte Seite die Leiste gelegt haben. Da sind so viele Dinge entstanden bei Westwood und natürlich in der Zukunft von anderen Entwicklern aufgegriffen worden. Aber die Basis ist Westwood. Kuro, bevor du jetzt hier das beendest, muss ich noch unbedingt einen Punkt loswerden, weil Peter Molyneux ist ja weitergewandert und er durfte bei Bullfrog sein Spiel Populous damit in diese Götterrichtung stapfen. Und dann gab es ja später wie hießen die Lionhead Studios, die ja auch die Fable-Reihe gemacht haben und so. Und da hat er Black and White gemacht, was anders war. Und jetzt könnte man argumentieren, ja gut, dann ist es ja nicht so schlimm, dass Bullfrog weg ist. Aber ich argumentiere genau andersrum. Ich sage, hätte er das noch Jahre später mit diesem Team gemacht, dann wären das nicht nur solche kleinen Geheimtipps unter so Leuten, die gerne Tiere kitzeln und Weizen von A nach B mit einer riesigen Hand schießen, sondern dann wären das die Titel gewesen. Deswegen ist es schlimm, dass Bullfrog down gegangen ist. So. Es hätte Lionhead gar nicht geben müssen. Bullfrog hätte das noch geiler gemacht, weil sie da schon vorgemacht haben, wie man es macht. Also ich argumentiere das aus der Sicht der Spielewelt und ich bin der Meinung, dass einige Leute, ich habe natürlich keine Beweise dafür, viele dieser Titel bereits vergessen haben und dementsprechend gar nicht drüber nachdenken können, dass sie das vermissen, weil sie es auch nicht kennen. Und Irrational Games ist halt noch modern. Man hat die Sicherheit, dass sie auf jeden Fall noch ein gutes Spiel rausbringen werden, weil sie sich mit der Engine auskennen, was heutzutage los ist. Sie wissen, was die Spieler heutzutage wollen. Sie sind mit den ganzen Mechaniken vertraut. Und ihr lest ganz den Chat und holt euch bestimmt Tipps ab. Chiara, man merkt, du schwimmst ein bisschen. Du glaubst selber nicht so nicht und hast, glaube ich, schon selber erkannt, dass du in der Ecke stehst. Ich würde an dieser Stelle aber auch die offene Runde dann mal einen Deckel drauf machen. Und das letztes beenden. Statement nur noch, um das zu entkräften. Nach der Argumentation kannst du ja auch sagen, ja gut, Epic Games, krassester Entwickler aller Zeiten, weil Fortnite, das ist noch modern, das ist jung, das ist neu, das kennen alle. Für mich ist die Spielewelt die Masse. Außerdem war es ein großer Fehler, mich anzugreifen. Ich bin ziemlich safe, Leute. Ihr hättet euch gegenseitig angreifen sollen. Nein, ich will nur, dass du den Punkt nicht kriegst. Okay. Deswegen hätte es schon besser, weil dann müssten wir jetzt gleich in so ein kompliziertes Stechen. Die offene Runde ist vorbei. Ist auch eine schwierige Entscheidung an dieser Stelle. Für mich vor allen Dingen an dieser Stelle zwischen Westwood und Bullfrog. Bei Irrational Games habe ich so ein bisschen das Problem, dass du sagst, dass die quasi wissen, was die Spieler wollen. Das ist halt auch wieder so ein bisschen vage und einfach eine Behauptung, die, ja, also das ist halt eine Mutmaßung. Das ist so ein bisschen, weiß man es wirklich, ob die wissen, was sie wollen? Also klar gibt's das Studio mehr oder weniger nicht mehr. Aber das ist halt einfach zu schwammig. Das ist etwas, was wir nicht überprüfen können, weil es das Studio mehr oder weniger nicht gibt. Das ist auch so ein bisschen das Problem, ne? Gibt's das Studio mehr oder weniger? Irrational Games unter diesem Namen gibt's nicht mehr. Wurde, glaube ich, 2017 dicht gemacht von Ken Levine. Hat beziehungsweise quasi mehr oder weniger alle rausgeworfen, bis auf ein kleines Kernteam und hat dann sich umstrukturiert. Würde ich aber an dieser Stelle auch einfach trotzdem zählen lassen als Vorschlag, weil Irrational Games, so wie wir es kennen, so wie es früher funktioniert hat und Spiele produziert hat, gibt es nicht mehr.
Aber mir war das so ein bisschen so, die wissen, was die Spieler wollen. Das ist so, ja, das finde ich als Argument ein bisschen schwach, weil es halt, weil wir es eben nicht wissen, weil wir es halt nicht mehr checken können. Und man könnte auch behaupten, ja, wenn es jetzt noch Westwood geben würde, die würden halt einfach die krassesten Call of Command & Conquer Spiele rausbringen. Das wollte ich gerade fragen. Also das Argument zu sagen, dass man, wenn es die jetzt noch geben würde, würden sie krasse Spiele rausbringen, ist dann auch ziemlich. Ja, das hat keiner gesagt. Hier, der Typ, der jetzt spricht, hat gesagt, es würden neue Genres definiert werden, weil das ist der Punkt, warum ich Westwood genommen habe. Die haben nicht nur gute Spiele gemacht, die haben mehrere Genres erfunden, ausgebaut und revolutioniert. Der einzige Entwickler, der das kann, ist Blizzard. Und die gibt es nur noch ein paar Tage. Ja? Okay, vielleicht will ich dann auch an dieser Stelle Sandro noch mal dazu ziehen. Abgesehen vom Echtzeitstrategie-Genre, was halt natürlich von Westwood, du hast natürlich auch Herzog 2 erwähnt, aber halt maßgeblich geprägt wurde. Was darüber hinaus, wie wichtig oder genremäßig Westwood da noch aus dem vollen Geschäft hat, so von Pionierarbeit, die geleistet wurde. Krieg Adventures gemacht, Leute. Also für mich ist es jetzt so ein bisschen die Entscheidung zwischen Westwood, die halt für das Echtzeitstrategie-Genre halt so viel Pionierarbeit geleistet hat. Nein, für mehrere Genres. Point and Click, Echtzeit, die haben der Eye of the Beholder-Schritt, das haben sie noch mit SSI gemacht. Und dann später haben sie alleine mit Virgin zusammen Lands of Lore gemacht. Überleg mal, was das von Dungeon Crawler zu Lands of Lore, was das für ein Riesensprung ist. Und der ist nur Westwood zuzuschreiben. Das ist eine unglaubliche Evolution. Und es würde heutzutage noch geile Dungeon Crawler geben, wenn es Westwood gegeben hätte. Die Command & Conquer-Serie wäre jetzt ein großes Ding, vielleicht so groß wie Call of Duty oder so, wenn EA das nicht gefressen hätte und das Ganze den Bach hätte runtergehen lassen. Wir haben noch andere Spiele wie, was ist noch vom Echtzeitstrategie? Point and Click. Und was haben wir noch? Ja, natürlich ist Westwood ein vielfältiges Studio. Blade Runner ist auch etwas, was sich nie verkauft hat, aber trotzdem für Point-and-Click-Verhältnisse auch funktioniert hat oder Mechaniken hatte, das halt mit den Replikanten, dass das halt zufällige NPCs, was es halt immer so ein bisschen bei jedem neuen Spiel durchlaufen, ein bisschen anders war. Blade Runner, das Spiel hat sich sehr gut verkauft. Aber für mich ist West, Das Spiel Blade Runner hat sich, glaube ich, sehr gut verkauft von Westwood. Na, das kann auch Sandro Fakt-Checken machen. Okay. Wir ballern den einfach mit allem Möglichen zu. Aber für mich ist es trotzdem so ein bisschen die Wahl zwischen Westwood, die, wie du sagst, okay, die haben auch sich in anderen Genres ausgetobt, aber steht vor allen Dingen auch für Command & Conquer. Erfunden! Judge, bitte krieg das mal right! Ja, okay, dann checken wir an dieser Stelle Sandro. Gehen wir mal kurz zu ihm. Welche Genres hat Westwood alle erfunden? Gar nicht mal so einfach. Also, wir kommen mal zu dem einen Punkt erst, um das schnell abzuhaken. Blade Runner, das Spiel war tatsächlich ein Erfolg. Vielleicht, Kuro, war dir einfach im Kopf, dass der Film damals nicht am Anfang erfolgreich war. Aber hier sieht man es, über 1 Million Units weltweit verkauft. Das ist für damalige Verhältnisse auf jeden Fall ordentlich und gerade auch. Ja, und gibt es andere Spiele wie Blade Runner oder ist das wieder so ein Ding, was nur Westwood gemacht hat? Also Point-and-Click-Adventures haben auch andere Studios gemacht. Ja, aber Blade Runner würdest du ja jetzt so gesehen nicht unbedingt direkt als Point-and-Click-Adventure bezeichnen. Das ist ja eher so eine interaktive Dinge. Das ist ja ein Experiment gewesen damals, weil sie noch experimentierfreudig waren, was ja die Voraussetzung ist, um so innovative Dinge zu tun. Ja, aber lass uns jetzt mal Sandro noch vielleicht die Frage checken, ja. Inwiefern. Also, wenn man sich, ihr habt es hier selbst, das ist jetzt schwer zu belegen, aber ihr habt natürlich selbst die Liste gesehen, die Spieleliste von Westwood Studios. Und da sehen wir ja, was man dem natürlich nicht absprechen kann und mehrfach genannt wurde, warte, da haben wir es wieder, ist natürlich, dass sie mit Dune 2 mehr oder weniger ein Genre, ja, erfunden haben, was dann mit Command & Conquer halt einfach nochmal Wellen geschlagen hat und größer wurde. Darüber hinaus hast du halt hier und da eigentlich auch Rollenspiele. Also, als ich das erste Mal gesucht habe, kam ja auch, naja, daneben zeichnete Westwood auch für eine Reihe bekannter Computer-Rollenspiele und Adventures verantwortlich. Also da haben wir schon mal drei Genres. Ich weiß nicht, wozu man sowas wie Dragonstrike und so zählen würde. Aber weil sie dafür verantwortlich waren, haben sie doch keine Rollenspiele erfunden. Nee, ach so, genau. Nee, wenn es darum geht, was sie erfunden haben oder mit geprägt haben, dann würde ich sagen, eindeutig auf jeden Fall die Echtzeitstrategiespiele und halt Point-and-Click. Aber sie haben jetzt nicht das Rollenspiel erfunden oder so ein Quatsch. Das hat auch niemand gesagt. Es geht die ganze Zeit um Dungeon Crawler, was unter Bereich der Rollenspiele ist. Und die sind maßgeblich von Westwood regiert und definiert. Da gab es nicht viele, die das besser. Es gab keinen, der es besser gemacht hat und nur wenige, die es ähnlich gemacht haben. Und mit Lands of Lore, der Sprung von Eye of the Beholder zu Lands of Lore ist ein Sprung wie von Dune 2 zu Command & Conquer.
und das meine ich komplett ernst, das ist ein Sprung, wie es ihn nicht mehr gibt. Ein Qualitätssprung, wo aus einer Sache etwas komplett anderes gemacht wird. Wie so ein Gott, der aus einer Metamorphosepuppe entspringt und plötzlich etwas ganz Neues wird. Nee, aber das Argument. Ja, gut, warte. Nee, die Diskussionszeit ist jetzt. Aber Denzel hat so viel gerade noch gesagt. Ja, aber das fällt auch nicht in die Bewertung ein. Okay, gut. Ich will nur noch kurz mal sagen, wie krass eigentlich das Jahr 1975 war. Wir hatten ja vorhin schon das Game Over, das aus diesem Jahr stammt. Aber auch das erste Dungeon Crawler-Spiel, und zwar Padded 5. Hier sieht man es, 1975, das ist mega krass einfach. Also, sie haben es nicht erfunden, Westwood, würde ich nur damit sagen, aber natürlich haben sie es mitgeprägt. Okay, ich muss mich mal langsam entscheiden und für mich fällt die Wahl irgendwann irgendwie zwischen entweder Westwood oder Bullfrog. Ich glaube, ich entscheide mich für Westwood. Dennis kriegt einen Punkt. Fällt mir nicht wirklich leicht, weil Valentin natürlich auch gesagt hat, dass Bullfrog du hast genannt Dungeon Keeper, mit Populous, mit Syndicate und Theme Park natürlich auch Spiele veröffentlicht hat, die sehr beliebt sind und auch heute wieder Anklang finden oder für heute von anderen Studios aufgegriffen werden. Für mich war aber letztendlich einfach auch die Tatsache, dass Westwood halt aufgrund der Tatsache, was für einen Einschlag einfach die Command & Conquer-Reihe hatte auf das Genre also das Echtzeitstrategie-Genre, was das halt auch einfach für Wellen geschlagen hat und halt auch andere Spiele hatten, wie zum Beispiel ein Blade Runner, das von der Mechanik her Sachen gemacht hat, die man so nicht kannte. Und ich tat mir ein bisschen schwer, weil ich halt auch die Argumentation von dir sehr gut fand, dass du halt gesagt hast, dass es so Sachen wie Theme Hospital oder wie heißt das Theme Park? Theme Park ist auch noch. Der Two-Point Hospital, ne? Das ist das Neue jetzt. Ja, genau. Also. Dass das halt auf den Werken von Bullfrog quasi fußt. Aber letztendlich fand ich einfach die Argumentation, wie wichtig Westwood für das Echtzeitstrategie-Genre war, einen Tacken stärker. Ja, noch ist es aber ja auch nicht gelaufen. Ich kann ja beim Pitch noch abräumen. Genau. Bevor wir aber zum Pitch kommen, gibt es vielleicht noch den Vote, den wir auflösen können. Bin ich mal gespannt, was der Chat gesagt hat. Auch eine große Mehrheit für Westwood. Da war sich also die Belegschaft vor den Matschscheiben einig, dass Westwood auch den größten Impact von den drei genannten Entwicklerstudios hat, quasi, die es nicht mehr gibt. Aber ich würde Sandro noch kurz fragen, gibt es bei Twitter noch Stimmen dazu, welche Entwicklerstudios vielleicht genannt wurden? Ja, da gibt's noch einige, denn traurigerweise gibt's ja eine ganze Menge an Studios, die man so vermisst und die es einfach nicht mehr gibt. Wir können mal schauen, ich habe da mal rumgefragt. Lionhead Studio wurde genannt, die natürlich für die Fable-Reihe verantwortlich waren. Wir wissen zwar, dass neues Fable kommt, aber mal gucken, wie das wird. Was man auch hätte nennen können, wäre THQ, denn man vergisst ja immer mal wieder, oder ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass es zwar THQ Nordic gibt, aber sie mehr oder weniger nur den Namen aufgekauft haben und halt ein paar Reihen, aber THQ an sich als Publisher und auch Entwickler gibt's in der Form nicht mehr. Dann hätte ich aber auch Lucasfilm Games nehmen dürfen. Was ich eigentlich nehmen wollte, aber nicht durfte. Nee, nicht ganz, denn bei Lucas, die sind ja nie geschlossen worden. THQ ist richtig bankrott gegangen. Stopp. Lucasfilm Games verwaltet nur noch die Rechte. Aber sie haben das Studio nie geschlossen. Ja, aber es arbeitet kein Entwickler mehr. Warte. Der ausschlaggebende Punkt, ich habe es ja mit Kuro besprochen, welche Antwortmöglichkeiten wir erlauben. Der Punkt ist ja, bei dem kommenden Ubisoft-Spiel beispielsweise, Star Wars, entwickelt Lucasfilm Games, so wie sie jetzt heißen, aber auch mit. Das heißt, sie stellen halt irgendwelche Assets zur Verfügung, kümmern sich um den Sound. Also sie sind schon in der Spieleentwicklung beteiligt. Und das hast du halt bei THQ auf keinen Fall mehr, weil THQ gibt's in der Form nicht mehr. Ja, aber THQ Nordic. Nein, die haben den Namen gekauft. Die haben aber, da ist nicht ein Entwickler vom ursprünglichen Team. THQ ist irgendwann bankrott gegangen. Lucas Games auch nicht. Egal, lass uns nicht diskutieren. Alter, wir haben das doch, sorry, aber wir haben es vorher recherchiert. Ich kann auch jetzt noch mal Wikipedia aufrufen, bla, ihr könnt auch selbst gerne gucken. Ja, deswegen haben wir LucasArts Games oder Lucasfilm Games, wie sie heute heißen, nicht mehr genommen, weil sie ja aktiv sind und
in diversen Quellen stand, dass es seitdem nie eine Schließung gab. Also sie entwickeln zwar nicht mehr, aber die Schließung von dem Studio, von dem Rechteinhaber, whatever, gab's nie. Naja, lass uns aber gucken, bevor wir weiter diskutieren, was da sonst noch genannt wurde, und zwar zum Beispiel Visceral Games, die sich ja um Dead Space gekümmert hatten und auch um Star Wars, wo wir gerade bei Lucasfilm Games waren, kümmern sollten, was ja alles nichts wurde. Telltale Games haben einige genannt, Sony Japan Studios ist ja auch ganz schön aktuell, Ensemble Studios, die mir erstmal nichts gesagt haben, aber hier, die haben natürlich Halo Wars gemacht und entwickelt. Den größten Hit, Halo Wars. Den Halo Wars vorgelesen. Ja, dieses Age und Age of Empires, sorry, kann man natürlich auch erwähnen. Ich wollte jetzt nicht ewig labern. Was ich noch zeigen wollte, ist, Westwood wurde mehrfach genannt, Ascaron oder, ja, genau, die halt die Anschluss gemacht haben, was ja auch bald indirekt fortgeführt wird mit We Are Football, mit dem Gerald Köhler. Also, da gab es einige Studios auf jeden Fall, die es nicht mehr gibt. Und bevor wir hier noch weiter drum rumlabern, bin ich sehr gespannt auf die vierte Runde, weil es dort nämlich um 2 Punkte geht. Und damit gebe ich zurück an Koro. Genau, es ist nämlich noch alles offen, mehr oder weniger. Chiara kann sich ja eigentlich schon quasi ein bisschen zurücklehnen fürs Finale. Aber es geht natürlich darum, herauszufinden, wer an Chiaras Seite um den Sieg der heutigen Ausgabe geht. Und genau die vierte Runde, die läuft ein wenig anders ab. Denn wir haben unseren KandidatInnen eine Pitch-Aufgabe gestellt. Sie werden gleich etwas vorstellen, haben dafür 2 Minuten Zeit. Und die Aufgabe lautet, ja, wie lautet sie eigentlich? Wir machen, glaube ich, erstmal kurz diesen Bumper, der kommt. Und dann geht's mit der vierten Runde. Genau, und zwar lautet die Frage, ich schaue in meinen schlauen Zettel. Force Feedback, Bewegungssteuerung, alles alter Müll. Mit welcher Innovation könnten künftige Controller noch abräumen und Gaming wirklich voranbringen? Und der erste Pitch, es steht in meinem Ablaufzettel. Es tut mir leid. Hier steht Punkt 42, Plädoyer, Dennis, Runde 4. So, dafür hast du übrigens auch 2 Minuten Zeit, ne? Nur, dass das jetzt, dass das nicht unter 2 Minuten ist doppelt so viel wie eben, was immer noch sehr wenig ist. Dafür, dass man hier einfach nur die Welt verändern will. Kriegst aber auch 2 Punkte. Na gut. Möglicherweise. Mit welcher Innovation könnten künftige Controller noch abräumen und Gaming wirklich voranbringen? Ich habe mir da Gedanken gemacht. Und zwar folgendes. Weißt du noch, als die Wii rauskam und wir alle dachten, Alter, mega geil, ich kannte Leute, die haben Nintendo-Aktien gekauft, weil diese Wii-Controller, auf dieses Fuchtelding, wie heißt das? Wiimote, mega gutes Ding. Dann hast du das Ding gekauft, ich als erstes Zelda gespielt und ich dachte in meinem Kopf, bevor ich es hatte, Alter, ich stehe vor meinem Fernseher, ich werde derbe abfechten und die krassesten Moves machen, ich bin Link, Mann, und ich mach die Bosse platt und alles, aber nach so 5 Minuten Spielzeit oder so saßst du dann so da. Und das war das Problem bei der Wiimote, aber wieso? Wieso? Da war doch irgendwo ein Fehler. Die Idee ist doch mega geil. Und jetzt spinn das mal weiter. Jetzt machen wir das so, dass wir die Bewegungskontrolle ein bisschen für faule Menschen machen. Weil wir sind alle faul. Geht's mal zu. Wir saßen alle bei der Wii so und konnten uns nicht bewegen und so weiter. Und wollten aber trotzdem eigentlich Link sein und mega aktiv spielen. Also interpretieren wir jetzt diese Bewegungssteuerung so, dass man sich nicht so fuchtelmäßig bewegen muss oder so. Es reicht so ein einfaches Zucken so nach links. So ein kleines Muskelzucken. Und dafür gebe ich euch die, wie nennen wir das? Pass auf, wir nennen das so eine Port. Das ist eine Port, habt ihr schon mal Floating gemacht? Da geht ihr rein, die ist voll mit Gel. In diesem Gel sind Naniten, also so diese auf molekularer Ebene Roboter, die interpretieren deine Gehirnströme direkt im Gel. Du liegst da drin, merkst das gar nicht, weil es die gleiche Temperatur hat wie dein Körper. Und diese Naniten interpretieren deine Gehirnströme direkt und geben sie als Interpretation ans Spiel wieder. Und das ist erst die fucking erste Generation. Das brauchen wir, um genügend Startkapital zu haben, um das Ganze weiterzuentwickeln, um diese Naniten auf Quantenebene funktionieren zu lassen. Diese Naniten werden die ganzen Leptonen und Bosonen kontrollieren können. Du kriegst ein bisschen LSD gespritzt, um ein Portal zu öffnen und du wirst die komplette Transzendenz, du wirst die komplette Omniszenz sein, du wirst Gott.
Du wirst in diesem Pott, das wird der Schritt sein. Ihr fragt euch alle, wer ist Gott? Ja, der Typ, der in diesem Pott sitzt. Und in diesem Pott mit diesem G, ich nenne sie die God-Pott. Und dann wirst du, ja klar, ihr kennt das, Multiverse, das, ich, kannst du dich reinsetzen, kannst du zocken, es gibt Multiversen für jeden Speicherstand und die ganze Scheiße. 120 Sekunden, die sind vorbei. Also heißt es jetzt God-Pott? Godpod, ja. Okay. Also, dass man einen Namen braucht, wurde mir gar nicht gesagt. So. Schade, ich konnte gar nicht erzählen, was sie macht. Aber vielleicht habe ich gleich noch Möglichkeiten. Ja, es gibt noch eine offene Runde. Aber wir machen jetzt erstmal weiter und zwar mit Chiara. Okay. Also, meine Idee ist auf jeden Fall eine Idee, die man sich leisten kann. Dennis hat schon so schön gesagt, wir sind super faul. Und kennt ihr das nicht, wenn ihr euch denkt, boah, ich will jetzt vor der Konsole was zocken. Ihr voll Bock drauf, nimm den Controller und dann seht ihr, der Akku ist leer. Der Akku ist leer. Was kann denn schlimmer sein, wenn der Akku leer ist? Wie willst du denn dann spielen? Hier so ein Kabel dran montieren? Boah, ey, was, in welchem Jahrhundert leben wir denn? Also habe ich mir gedacht, ey, wie können wir denn Gaming voranbringen, wenn wir gar nicht gamen können? Also ist es doch viel geiler, wenn wir einen Controller haben, der sich automatisch selbst auflädt, ohne Kabel. Ohne Kabel, weil wir wollen es nicht bewegen. Deswegen sind die ganzen Bewegungscontroller richtig kacke. Die sind nicht angekommen. Wir wollen, also diese ganzen Helme, wie man es aus Sword Art Online kennt, will ja auch keiner haben, weil da hast du ja total Realitätsverlust. Da kriegt ja keiner mehr sein Leben auf die Reihe. Und ist übrigens ultra teuer, genauso wie VR. Da wird einem nur schlecht, es ist teuer und dann musst du die Spieler darauf anpeilen. Und mit dem Controller haben wir schon eine geile Videospiellandschaft, wo die Games darauf angepasst sind. Und wir müssen einfach kein Kabel mehr benutzen. Ist das nicht geil? Kein Kabel mehr, Leute. Mehr habe ich nicht. Das ist jetzt theoretisch noch ein wenig Zeit, aber die musst du nicht ausfüllen. Das geht auch so. Valentin, ich habe gerade ein kurzes Stöhnen vernommen. Es klang so, als hätte Valentin die gleiche Idee. Ich dachte kurz, es wäre mein Pitch. Aber? Es geht in eine ähnliche Richtung, aber dann habe ich mich gefreut, weil meine Hand einfach besser ist. Also. Okay, dann will ich jetzt aber auch mal was hören. Also, wie Denzel schon gesagt hat, niemand mag Bewegungssteuerung, wir sind alle faul, darauf beziehe ich mich auch direkt, weil so ist es nun mal. Und deswegen bin ich genauso rangegangen wie Chiara, so ey, das nervt immer so, dieses ey, dann musst du den Controller anstecken, manchmal geht das mit dem Kabel irgendwie nicht und so. Hier, wireless Strom oder so, ist eine nette Idee, gibt's aber halt nun mal nicht. Meins ist tatsächlich praktikabel. Ich habe mir direkt überlegt, wie würde es denn technisch funktionieren. Ich habe ein bisschen meine Ingenieurfähigkeiten walten lassen und zwar folgendes. Ihr wisst ja alle, wie auf der Welt Strom erzeugt wird und zwar durch Turbinen. Und Turbinen können auf verschiedene Weisen funktionieren, durch Dampf, durch Reibung. So, Reibung, das machen wir doch die ganze Zeit mit unserem Controller, indem wir die Sticks wie so ein Bescheuerter in einem Kreis drehen oder die Trigger rein und raus machen. Erzeugen wir Reibung. Diese Reibung wiederum erzeugt Energie, die für den Betrieb des Sendens dieser Eingaben benötigt wird. Quasi das Perpetuum mobile des Controllers. Aber als sei das nicht alles schon genug, habe ich mir gedacht, hau ich hier auf den Controller noch ein OLED-Panel. Und zwar so eins, was nicht als Display erkennbar ist, sondern so richtig schön in der Lackierung. Daraus können Anzeigen hervorscheinen. Und da, also ihr kennt zum Beispiel auf Handys gibt es Always-On-Displays, wo du auch siehst, alles ist schwarz, nur das, was leuchten soll, leuchtet. Also OLED-Technologie wird da genutzt. Und wozu das Ganze? Natürlich, um die HUD-Elemente auf den Controller zu übertragen. Viele Spieler und Spielerinnen stellen sich gerne die HUD-Elemente aus, weil sie finden, das zerstört die Erfahrung, das vernichtet das schöne Bild, die tollen Assets, die Entwicklerinnen und Entwickler kreiert haben. Doch was wäre, wenn man sich das einfach auf dieses OLED-Panel legen könnte? Natürlich funktioniert das nicht mit jedem Spiel, gebe ich sofort zu. Aber es gibt einige Spiele, die brauchen irgendwie nur eine HP-Anzeige in Zahlen oder whatever. Die Zahl kann einfach auf dem Controller sein. Und da du da eh so hängst, hast du die Zahl immer präsent vor deinem Auge. Du musst noch nicht mal runtergucken, weil wer zockt denn so? So, ja, das war's im Prinzip. Perpetuum Mobile Controller plus OLED. Bam. Ich hatte so eine ähnliche Idee ursprünglich. Ja? Pen Drop. Alright. Liebe Freunde, wir öffnen die Runde. Kann ich noch eine Frage vorab stellen? Ja. Mir wurde gesagt, man muss es nicht realistisch begründen, unseren Pitch. Also, dass das. Stimmt, ja. Aber es ist natürlich cooler, wenn man es kann. Ja, ich will halt nur wissen, ob das dann in die Wertung mit einfließt, wie realistisch das ist.
Weil, wie gesagt, sonst hätte ich mir natürlich. Ja, die Frage nach dem Realismus hört ja spätestens auch ein bisschen vielleicht bei Dennis auf. Von daher. Nee, was meinst du damit? Nee, immer dieser Gegenwind, also, ich finde, von Menschen, die Visionen einfach, die zu wenig. Die zu engstirnig sind, um Visionen, die uns als Menschheit, als einfach auch, ich meine, denk doch mal ein bisschen mehr wie Elon Musk oder sowas, bisschen weiter in die Zukunft. Das wird in der Zukunft Dinge geben, die kannst du jetzt noch nicht begreifen. Und deswegen darfst du Dinge, die du begreifst, nicht gleich als Scharlatan-Sachen abtun. Also die offene Runde läuft, ihr könnt gerne darauf eingehen. Ich möchte nur sagen, ich finde die Idee wichtiger als erstmal die Umsetzung. Ich habe das direkte Gegenargument zu Denzels Idee, und zwar, du hast es selber eigentlich schon vorher gesagt, niemand mag Bewegungssteuerung. Warum sollte man sie dann eigentlich überhaupt irgendwie, selbst wenn du sie besser machst, willst du sie immer noch nicht? Willst du dich, jetzt mal ernsthaft gefragt, bevor du zockst, erstmal in Gel einlegen? Hast du da wirklich Bock drauf, jedes Mal nach dem Zocken zu duschen? Das ist die Dusche. Diese Naniten können ja natürlich noch mehr als alles. Ich hatte leider in 2 Minuten, diese bahnbrechende Idee auf 2 Minuten zu kürzen, ist alleine schon eine Beleidigung an sich. Weil ich meine, Chiara möchte ein kabelloses Pad erfinden, du möchtest ein Perpetuum mobile erfunden, alles klar. Ich möchte die Menschheit endlich auf eine neue Stufe bringen. Ich möchte, dass alle Menschen, ich meine, wir haben es in den Filmen gesehen, wie heißt dieser lustige Film, wo die ganzen, hier Idiocracy haben wir gesehen, wie Menschen in der Zukunft auf ihren Computerstühlen sitzen werden. Wir haben bei diesem Trickfilm gesehen, der auch um Videospiele geht, wie die Leute die ganze Zeit da auf fliegenden Pods fett durch die Gegend getragen werden, weil wir in der Zukunft alle fett und unbeweglich sind. Und ich konvertiere fett und unbeweglich zu Gott. Ich mach uns zu Gott. Ich mach die verdammte ganze Menschheit zu Gott. Aber du musst mir verdammt nochmal danken. Ich mach dich zu Gott, wenn du diese Scheiße kaufst. Das kostet nicht viel, je nachdem, wie teuer das wird. aber wann machst du mich zu Gott? In der Zukunft, ganz ehrlich, ich bilde die Schnittstelle zwischen dem filigranen Raumzeitkontinuum des Ganzen und dir, die es jetzt noch nicht gibt. Wir haben irgendwo einen Punkt, wo wir nicht mehr weiterkommen, wo die Wissenschaft nicht mehr weiß, was ist das? Das ist die Quantenmechanik. Da wissen wir nicht, wie funktioniert das Ganze. Das macht keinen Sinn. Aber ich stelle eine Schnittstelle dazu her, weil diese Naniten darauf Zugriff haben. Und du brauchst nur eine kleine LSD-Microdosing-Dosis, um ein Portal in dir zu öffnen, um die elektrischen Ströme in deinem postsynaptischen Spalt über dieses Gel, was elektrisch leitbar ist, zu den Naniten zu führen, die Verbindung auf die Quantenebene herstellen und somit das ganze Universum steuern können. Du bist dran. Du bist alles. Du bist das Universum. Und verdammt nochmal, Universum ist lame, ist alt. Es gibt Multiversen. Jeder hat seinen fucking eigenen Speicherstand. Und es gibt Multiplayer. Ich kann in dein Universum, du kannst in mein Universum. Es sind Multiversen. Man kann quasi alles kontrollieren. Hab ich verstanden? Du bist alles und nichts. Du bist Gott. Okay, habe ich verstanden. God. 2 Sachen finde ich problematisch. Erstmal muss ich dafür Drogen nehmen. Was ist, wenn ich gerade auf dem Zug bin oder überhaupt keine Drogen nehmen will? Dann ist es eigentlich schon mal raus. Plus, wann kriege ich die Scheiße? In 200 Jahren? Also, klar will ich Gott sein, aber bitte morgen. So, und meinen Controller könntest du theoretisch in den nächsten 10 Jahren entwickeln. Von daher habe ich da, finde ich, schon mal 2 sehr, sehr starke Gegenargumente, weil wir sind alles ungeduldige Belger. Du kriegst keinen in 5 Minuten Haufen legen. Das ist aber trotzdem kein Argument. Du kriegst deinen Gottestraum nicht mehr in deiner Lebenszeit. Was bringt's dir also? Und du willst auch noch Erfinder dessen sein. Also ich habe noch mal eine Frage. Man muss sich jetzt in eine Badewanne legen oder cremt man sich jetzt ein? Nein, es ist so, ich weiß, es gibt diese, ich weiß nicht, Joe Rogan hat sowas oder so, super rich Leute haben dieses, so eine Art Floating. Was mal Floaten? Ja, ich kenne Floaten von genau, das ist es eigentlich. Nur halt mit Gel gefüllt. Und dieses ganze Konstrukt. Also bist du doch in der Wanne quasi. Genau, du bist in der Wanne quasi drin. Also da habe ich halt ein paar Probleme. Ich stelle mir das ultra teuer vor. Kannst du nicht schwimmen oder was? Zweitens, bitte? Also beim Floaten musst du doch nicht schwimmen können. Zweitens ist ja gerade der Immobilienmarkt so, dass wir immer weniger Platz haben. Die Wohnungen werden immer kleiner. Und wo willst du deine Wanne reinbekommen? Du brauchst ja nichts mehr. Du brauchst nur eine Wanne und keine Wohnung. Also. Ich meine nur, ich stelle gerade nur die Zugänglichkeit in Frage. Ich finde, du steigst mit ein, bist du mal in eine Ware eingestiegen? Das kann jeder, ist mega zugänglich. Nicht jede Wohnung hat, und rein da. Nicht jede Wohnung hat eine Wanne. Ich hatte viele Wohnungen ohne Wanne. Jetzt habe ich eine Wohnung mit Wanne. Ist okay, aber das heißt ja nicht, dass du trotzdem nicht Gott werden kannst, nur weil du keine Badewanne hattest irgendwann mal. Ja, und gleichzeitig gehst du dann dadurch aus, dass du quasi eine Monopolstellung hast und die Entwickler nur noch für dein Gel entwickeln. Weil ich gehe davon aus, dass du weiterhin Konkurrenz haben wirst und die werden vielleicht einfach Konsolen sein und dann entwickeln die schön ihren eigenen Kram weiter, weil es einfacher ist und sie nicht ein ganzes Universum erschaffen müssen. Wie viel Entwicklungsarbeit ist das denn? Das ist doch Wahnsinn. Es ist leider noch so ein bisschen zu
Also es gibt ja keine Entwicklung mehr, wenn du Gott bist. Du kontrollierst, nein, so meine ich das. Du kontrollierst auf Quantenebene, da gibt es kleinste Teilchen. Das sind, bei Quanten geht es um Mengen. Das, was hinter Atom kommt, das sind Bosonen, das sind Leptonen und viele kleine Teilchen, die wir nicht verstehen. Aber meine Naniten können das und können die kontrollieren. Und wenn du die Leptonen und Bosonen kontrollierst, kontrollierst du das Netz der Realität. Ich finde, das erhebt Gaming dann plötzlich in einen Status, den nur noch privilegierte Leute wahrnehmen können. Also nicht mehr Gaming für jeder Mann und jeder Frau. Das ist ein bisschen mein Problem. Aber ich möchte mal ganz kurz Chiaras Idee nebenbei zerstören, weil da habe ich jetzt schon genug gesagt, warum das Quatsch ist. Chiara, im Prinzip gibt's das ja auch schon, ne? Induktionsladen, du legst irgendwie dein Handy auf irgend so ein blödes Pad, das kannst du mit dem Controller auch machen, ist für mich erstmal keine Erfindung. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich weiß nicht, wie das technisch funktioniert, man müsste es halt so weiterentwickeln, dass es irgendwie über geile, weite Strecken geladen werden könnte, finde ich, ist das sozusagen nur der erste Schritt zu meiner Idee eigentlich, weil es ist doch direkt eigentlich viel schlauer, wenn sich der Controller durchgehend selbst lädt, beziehungsweise den Strom, den er benötigt, einfach selber produziert. Mhm. Also erstmal ich gehe auf beide kurz ein. Also Dennis, nochmal, Realitätsverlust ist für mich ein großes Stichwort in einer Zeit, wo Mental Health eine Riesenrolle spielt. Das ist nämlich das Ding. Realität ist Interpretationssache und ich bringe dir eine neue Interpretation. Genau, und das ist das Problem. Du wirst sehr viele Leute haben mit geistigen Krankheiten. Dann Valentin, nein, es ist kein Ding, wo du deinen Controller drauflegst, dann kannst du ja nicht spielen. Du lädst es auf automatisch durch ein Funksignal und bei dir musst du ja noch Knöpfe drücken und dann spielt sich das ja schon wieder aus. Du hast ja selber gesagt, ein paar Spiele werden dann nicht funktionieren. Du musst dann eigentlich verspielen. Nee, das habe ich aber OLED gesagt. Ach so, okay, aber trotzdem finde ich, ein paar Spiele werden nicht funktionieren, weil nicht bei jedem Spiel drückst du ständig total wild auf Tasten. Das wird nicht reichen zum Aufladen. Ja, das habe ich auch eine Lösung. Okay, kannst du gleich drauf eingehen. Ja, aber dann machen wir auch den Deckel langsam drauf. Okay, und noch zu einer anderen Sache. Wer will denn ständig auf seinen Controller gucken, um seinen Hut zu sehen? Dann bist du ständig nach oben und dann guckst du wieder nach unten. Dann guckst du nach oben, dann guckst du nach unten. Das will auch keiner machen. Deswegen lieber in kleinen Schritten voranschreiten, den Controller selbstständig aufladen lassen, während man spielt, durch ein Funksignal. Und mehr braucht, so ein Vierlefanz braucht keiner. Wer nimmt den Share-Button? Ja, das stimmt. Den mag ich auch nicht. Aber ich gehe ganz kurz erstmal auf das letzte Argument ein, und zwar das OLED-Ding. Wer will denn da drauf gucken? Ich habe lediglich eine weitere Option geboten. Du kannst dich immer noch teurer macht. Ja, vielleicht, aber das hat das Touchpad bei der PlayStation jetzt auch nicht wirklich. Der Controller ist dadurch nicht teurer geworden. Und das war auch was super viele nicht genutzt haben, weil sie so Touch halt einfach blöd finden. Manche fanden es aber auch super cool. Kumpel wollte mich immer davon überzeugen, wie toll schnell man jetzt auf der Tastatur mit dem Touchpad tippen kann. Er konnte das, ich habe mich immer vorbeigetoucht. Deswegen, eine weitere Option ist eigentlich eine schöne Sache. Und du kannst eben einstellen, welches HUD-Element möchte ich wo haben. Bei manchen Spielen macht es eben Sinn, bei anderen nicht. Ich habe nicht gesagt, dass ein Spiel sozusagen gar nicht geht, sondern damit meine ich, das Spiel muss es nicht nutzen. Und zu der anderen Sache, klar, gibt es Spiele, wo du nicht die ganze Zeit wild rumdrückst, aber auch dann, du als Mensch gibst ja auch Wärme ab mit deinen Händen im Körper. Und in dem Moment reicht das dann aus, um diese geringen, dann sagst du selber, man drückt da nicht viel, also braucht es auch entsprechend wenig Strom. Also reicht die Körperwärme und die, du hast immer so ein bisschen, mal in der Zwischensequenz hältst du nur noch mit einem, dann rupp, reibst du dich wieder mit der Hand da so dran, ist also gelöst. Um noch einen letzten Satz zu sagen, das war, wie gesagt, hast du nicht bei deinem Ursprungspitch erwähnt, und dadurch, dass du noch so ein OLED-Display hast, verbrauchst du noch mehr Energie, was unnötig ist. Im Stromsparmodus wird das ausgeschaltet, bevor der Controller gar nicht mehr geht. Und jetzt ist auch noch ein Stromsparmodus. Ja, du hast mich doch jetzt hier, ich darf doch nicht gegenargumentieren, hallo? Ja, man kann sich ja natürlich jetzt immer noch was zurecht erfinden. Also ich gehe nur darauf ein, was du ursprünglich gepitcht hattest. Und das sind eben die Sachen, die ich jetzt hoffentlich ausgehebelt habe. Ich glaube, die Sachen, die ihr da erzählt, die habe ich schon häufiger mal auf Messen gesehen und so weiter. Aber nur um es mal ganz kurz klar zu machen, Dennis, ich rede nicht von Videospielen. Ich will wirklich Videospiele aufs nächste Level. Ihr spielt nicht virtuell, sondern ihr kontrolliert eines der verschiedenen Multiversen. Ist kein Videospiel. Ihr kontrolliert die Realität. Okay. Oh boy. Wilde Runde. Ich entscheide mich. Es ist schwierig. Also, Dennis, dein Pitch ist natürlich ein bisschen exotisch, ziemlich visionär. Also, wenn es das geben würde, würde es natürlich die Art und Weise, nicht nur wie wir Videospiele erleben, sondern grundsätzlich existieren, komplett auf den Kopf stellen. Aber was halt auch so gesagt wurde, wie kann sich das dann jeder leisten?
wie ist das mit dem Platz? Das sind halt Punkte gewesen, wo ich dachte, yo, das macht durchaus schon Sinn. Also so wie das bei dir klingt, ist das ja etwas, was wahrscheinlich unbezahlbar ist erstmal, wie wahrscheinlich eine PlayStation 3 zum Launch gewesen ist. Interessante Mutmaßung, aber okay. Okay, wie teuer wär's denn? Also das ist doch erstmal sekundär. Wenn wir Götter sind, spielt ja kein Problem. Aber also bist gar du erst keine Gott, Rolle wenn du es hast. Ja, bitte? Hast du doch gesagt. Erst ja, sicherlich muss die Menschheit ich mit meinem Team natürlich jetzt sehr viel Energie da reinstecken, das Ganze zu realisieren. Aber ihr habt ja gehört, die Theorie ist da. Jetzt muss ich nur Leute finden, die dieses mit mir stellen. Also so spannend und interessant das natürlich ist, ist das aber auch etwas, was also das ist so, für einen Controller ist das schon es ist schon sehr weit gedacht und auch schon sehr wild gedacht, finde ich. Weswegen ich tatsächlich dann eher zwischen Chiara und Valentin tendiere. Jetzt, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wir haben einmal einen Controller, der lädt sich automatisch auf, wenn man spielt, durch Reibung mehr oder weniger und hat ein Display. Und wir haben einen Controller, der lädt sich auf, wenn man spielt, durch also beide Controller laden sich auf, gehen wir einfach mal davon aus, während man damit spielt. Was schon mal grundsätzlich ein fantastisches Konzept ist. Denn ich glaube, was wir halt auch immer mal wieder so gesehen haben im Laufe der Konsolengeneration ist, dass exotische Controller nicht immer so richtig Anklang finden. Als dann der Six-Axis-Controller rauskam und hatte kein Rumble mehr, dann war es auch erstmal ein bisschen schwierig. Und das kam ja später dann noch dazu. Da hat ja Sony eingelenkt. Aber jetzt ist für mich die Frage, wie wichtig ist der Zusatz eines Displays auf dem Controller? Wie Sinn macht das? Du hast gesagt, man könnte da zum Beispiel HUD-Elemente drauf auslagern. Finde ich grundsätzlich eine spannende Idee, ist aber natürlich dann auch im Eifer des Gefechts, wenn man vielleicht zum Beispiel mal Multiplayer-Shooter spielt und du sagst, oh shit, hab ich noch Munition? Genau, da würde ich es zum Beispiel selber nicht nutzen wollen. Deswegen habe ich gesagt, ist eine Option. Ist eine Option. Aber dann ist halt auch die Frage, braucht man dieses Display wirklich? Und dann es ist auf jeden Fall etwas, womit man spielen könnte. Es gab ja auch schon Controller, die ein Display hatten. Ich denke da zum Beispiel an den Dreamcast-Controller. Der hatte ja eine Möglichkeit, ein Display zu haben. Gab es seitdem, glaube ich, auch nicht mehr wirklich. Ich will nur kurz sagen, OLED-Display ist natürlich ein entscheidender Unterschied. Ja, das ist definitiv. Das ist natürlich von der Technologie weiter. Ich finde das auf jeden Fall spannend. Mit der Display-Technologie auch so, wie du es erklärt hast. Und deswegen gebe ich dir da den Punkt. Also die zwei Punkte dann in dem Fall. Weil es ist für mich schwierig. Also ich fand es natürlich cool, dass beide Controller, also von dir, Chiara, und von dir, Valentin, dass beide Controller sich automatisch aufladen. Das ist etwas, wo ich denke so, yo, das wäre halt richtig, richtig geil. Und er funktioniert trotzdem noch verhältnismäßig klassisch. Aber das mit dem Display ist auch etwas, was ich auf jeden Fall spannend finden würde, wie auch immer man das einsetzt. Ob man das jetzt einsetzen muss, das hat ja auch immer mal wieder die Welt gezeigt. Wenn ein Controller mit einer neuen Technologie kommt, das wird in den ersten Monaten genutzt und dann flacht das so ein bisschen ab. HD Rumble bei der Switch ist jetzt nicht mehr so ein. Spielst du nicht ständig mit den Eiswürfeln so? Nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Aber ich finde, es ist immer etwas, was nice to have ist und wo es garantiert bestimmt Entwickler geben würde, die das irgendwie aufgreifen würde auf kreative Art und Weise. Deswegen bin ich da bei dir, lieber Valentin. Vielen Dank. Deswegen kommen wir an dieser Stelle zum Zwischenstand. Hast du ein Display für einen Controller erfunden? Oder? Unter anderem. Mehr. ja, wir sehen den Zwischenstand. Es steht 2-2:1. Deswegen werden wir uns an dieser Stelle leider von Dennis verabschieden müssen. Aber bevor wir das tun, Auto fahren jetzt. Vielleicht können wir noch kurz zu Sandro schalten, der noch mal ein wenig die Stimmen aus der Community einfängt. Ja, es gab viel Verwunderung. Ich glaube, um es auf einen GIF mal zu reduzieren, so haben wir uns, glaube ich, alle gefühlt, als Dennis seinen Pitch abgegeben hat. Also, das war ein bisschen komplex, Dennis. Ich würde dich mal bitten. Es tut mir furchtbar leid. Ich hätte gerne mehr Zeit gehabt. Mir ist selber aufgefallen, dass ich, glaube ich, gar nicht das komplette Ding erzählen konnte gerade. Ich glaube, es war sehr konfus. Ja. Ich hatte tatsächlich am Ende ein in sich schlüssiges Produkt in meinem Kopf. Aber diese 2 Minuten haben mir ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Vielleicht kannst du ja einfach gleich mal rüberkommen. Ich würde dich bitten, rüberzukommen, denn hier ist ja noch ein Platz. Dann können wir uns noch die gemeinsame restliche Show anschauen. Dann kannst du mir doch mal erklären, was du da genau meintest. Okay. Aber grundsätzlich, trotzdem geht hier keiner mit
null Punkten raus. Das ist auch schon mal ganz schön. Da gab es nämlich auch Runden. Ich glaube, mein erstes Mal bei Filmfights war auch mit null Punkten. Das fühlt sich nämlich demütigend an, aber ihr habt alle Punkte geholt. Dennis kommt gleich rüber und ich fand, bisher war das auch eine sehr, sehr schöne Runde. Da sehen wir auch mal das Ergebnis und Dennis ist sogar vorn, obwohl es vielleicht nicht jeder gerafft hat. Na sowas. Naja nun. Aber hey, vielleicht müssen wir doch noch mal mehr als 120 Sekunden beim Pitch verteilen. Nein, es war bisher eine sehr schöne Runde und das Finale wird auch richtig spannend, denn ich kenne ja schon die Fragen. Vielen, vielen Dank für diejenigen, die mir da Fragen geschickt haben unter Hashtag Gamefights. Und damit gebe ich erstmal wieder zurück an Kuro, dann verschnaufen wir kurz durch und dann kommt das große Finale. Ja, Dennis wollte sich schon auf den Weg machen. Gutes Timing ist brandheiß darauf, Sandro noch mal zu erklären, wie das alles funktioniert. Ich komme jetzt zu dir, Sandro. Na, du gehst gleich rüber, aber vorher machen wir noch eine kleine Werbepause. Gamefights. Herzlich willkommen zurück zu Gamefights. Und bevor wir mit dem Finale starten, in dem sich Chiara und Valentin gegenüberstehen möchten, vielleicht noch mal ein bisschen was Revue passieren, was hier eigentlich heute so passiert ist. Vor allen Dingen jetzt auch noch mal gerade in der letzten Runde mit dem Pitch und dem Controller und der Idee, wie man Controller verbessern könnte oder was halt eine Innovation ist. Und für mich persönlich ist das nicht immer, geht es nicht immer darum, was so die abgespacede Idee ist, sondern was halt auch den Controller, also was halt auch einfach Sinn macht. Mhm. Ist natürlich ein bisschen schade, dass Denzel jetzt nicht mehr da ist. Der wird wahrscheinlich jetzt bald andere ja, gut, sagen. Argumentier mal kurz für Denzel. Nein, also ich finde, Gott sein ist doch sinnvoll. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Idee. Aber ich frage mich dann halt so, wie ist das noch mit einem Controller unter einem Hut zu bekommen? B ist natürlich auch Drogenkonsum immer so ein bisschen schwierig. Und für mich war es dann so relativ schnell klar, natürlich, also so ein Controller, der nicht mehr alle gehen kann, der nicht mehr irgendwie leere Batterien hat, ist etwas, was super sinnvoll ist. Und dann habe ich noch mal ein bisschen überlegt, okay, mit dem Display fände ich halt auch spannend und das ist halt einfach der Grund. Aber ich finde es auch vollkommen okay, wenn Leute da draußen sagen so, nein, das mit Dennis finde ich wirklich spannend und interessant, weil es halt mal komplett outside the box ist und was komplett Neues ist. Hat der Chat ja auch belohnt. Die haben ja alle dafür geworben. Das stimmt. Aber ich sitze halt, also so komisch das klingt, aber ich bin halt aktuell der Judge und ich muss da eine Entscheidung finden und ich muss da etwas finden, womit ich auch halt stehen kann. Und deswegen noch mal eine kurze Erklärung von mir. Aber es gibt noch eine Erklärung und zwar zum Finale. Und das wird wie folgt ablaufen. Wir haben Fragen aus der Community. Die werde ich euch gleich stellen. Und ihr habt dann die Möglichkeit, quasi reinzurufen. Das ist eine Frage so, ey, was zum Beispiel, was findet ihr cooler, Mario oder Sonic? Und die Person, die als erstes antwortet, ist dann auch sofort dran, hat 30 Sekunden Zeit, um zu sagen, warum die Wahl, die getätigt wurde, die bessere ist. Dann ist die andere Person dran, 30 Sekunden. Und dann gibt es noch mal quasi 15 Sekunden abwechselnd, wo dann noch mal drauf eingegangen werden kann, was der andere gerade gesagt hat, oder noch mal die eigene Entscheidung weiter auszuführen. Oder grundsätzlich einfach auch mal zu sagen, dass wir uns lieb haben. Irgendwie sowas. Verstehe. Ist das soweit klar? Gibt es noch offene Fragen? Es ist natürlich so, in diesen Speedrunden gibt es dann auch nach jeder Community-Frage einen Punkt. Und wer am Ende mehr Punkte hat, hat dann gewonnen. Das sind, wie viele Fragen haben wir? 5 an der Zahl. Deswegen kann auch Best of 5 quasi dann. Ja. Ja. Oder heißt es dann Best of 3, wenn 3 Punkte schon? Jedes Mal frage ich mich. Best of 5. Ja, nee, dann. Na, das ist Best of 5. Ich wusste das. Seid ihr bereit? Noch, wenn man das nicht kennt, dann hat man verkackt. Ne? Also dann muss man einfach aus dem Nähkästchen plaudern. Naja, es sind Fragen, von denen ich tatsächlich, ich schaue mal eben drüber, ausgehen würde, dass ihr Antworten findet. Denke ich jetzt auch mal, aber wollte ich trotzdem wissen, da gibt es dann keinen Einspruch, ich bin raus. Alright. Party People, okay. Seid ihr bereit für die erste Speedrunde? Und zwar möchte ich jetzt von euch wissen, was ist wichtiger, Auflösung oder Framerate? Framerate. Ach Gott sei Dank. Was? Achso, mit der Framerate hast du
ein viel besseres Spielerlebnis, weil die Bilder flüssig hintereinander ablaufen. Und wenn du keine gute Framerate hast, dann hast du Tearing und das Spiel ruckelt. Und habt ihr mal Dark Souls gespielt? Mit weniger als 60 FPS. Du fällst runter, das stört komplett das Spielerlebnis mit einer niedrigen Auflösung. Also trotzdem spielen, das mindert nicht unbedingt das Spielerlebnis. Man kann sich dran gewöhnen. Aber an unspielbaren Games, daran kann man sich nicht gewöhnen. Shit, ich bin voll schnell. Hättest du natürlich noch sagen können, dass du mich lieb hast jetzt in der Zeit. Achso, ich hab dich lieb. So, warte, du bist dran. Da läuft kein Timer, deswegen habe ich nicht angefangen. Aber ja, ich muss jetzt ja auch eine Lösung nehmen. Es ist natürlich sehr game-abhängig. Also auch Dark Souls ist damals mit unfassbar schlechter Framerate rausgekommen und ist trotzdem zum Welterfolg geworden, um direkt dieses Argument zu widerlegen. Natürlich war Dark Souls dann mit höherer Framerate besser, aber auch mit höherer Auflösung. So höher du es dir stellen kannst. Jetzt bei Dark Souls ist das kein gutes Beispiel, aber in Spielen, wo der Detailgrad entscheidend ist, also weiß ich nicht, so ein Anno oder irgendwelche kleinteiligen Spiele, da ist eine höhere Auflösung, kann auch von Vorteil. Also damals, man geht immer noch gerne zurück zu alten Spielen, auch wenn die Grafik nicht mehr gut ist, auch wenn die Auflösung nicht mehr so gut ist. Aber wie gesagt, mit einer Framerate, wenn die nicht hoch ist, dann hast du halt auch keinen Spaß an dem Game. Du hast kein geiles Spielerlebnis und je höher die Framerate, desto besser kannst du reagieren, desto flüssiger läuft das Spiel. Ja, also was ich damit meinte, Spiele mit höherem Detailgrad, war, fuck, jetzt stehe ich so auf dem Schlauch, ich wusste es gerade noch. Ja, nee, ich habe die Runde jetzt schon verloren. Ey, das ist doch... Was soll ich sagen? Escape from Tarkov, das war mein Beispiel, weil du hast einen Vorteil, wenn du den Gegnerkopf siehst. Oh, fuck. Oh Mann, mir ist so viel eingefallen, wie ich so aufgeregt war. Ist natürlich schwierig in so einer Speedrunde dann halt einfach so aus dem Stegreif sich für etwas zu entscheiden und das zu verargumentieren. Ich gebe den Punkt Chiara, weil... Recht. Framerate, besserer Spielfluss ist halt einfach angenehmer. So, ob du jetzt, also du kannst in 1080p spielen, es macht Spaß und es macht in 4K Spaß, wenn du es spielen kannst, aber wenn du halt 60 Frames hast oder du hast halt 15 Frames, dann brichst du halt irgendwann im Strahl. Ich sag's so ganz kurz, weil ich weiß, dass ich dich damit nicht angreife. Diese Frage war auch rigged, weil natürlich immer Framerate, es gewinnt immer Framerate, völlig egal. Framerate ist King, natürlich. Ich hätte aber auch fast Auflösung gesagt. Huch. Ich hab halt Bock auf 4K. Okay. Also ich bin halt Freak. Kommen wir zur zweiten Speedrunde. Es steht, ich sag immer Runde. Speedrunde. Es führt aktuell Kira mit 1:0, aber von Lös Boden kommt die Frage: Resident Evil oder Silent Hill? Resident Evil. Resident Evil hat mehr Zeit, hatte mehr Zeit durch mehrere Teile, sich zu etablieren. Es kam bei viel mehr Leuten an. Es ist so gut geworden, dass man nun Remix rausgehauen hat. Jeder erzählt noch von Resident Evil 4, wie der Hund rausgesprungen ist und sich erschreckt. Das ist eine Sache, die jeder erzählt. Und von Silent Hill hat man nicht so viele Anekdoten. Ja, Resident Evil ist ein Franchise, der für sich steht, der ikonisch ist, der immer weitergeht und dadurch damit zeigt, dass er sehr beliebt ist und die Publisher auch dahinter stehen hinter dieser Marke. Natürlich Silent Hill. Ich höre heute noch die Leute sagen, dass es eine verdammte Schweinerei ist, dass nur aus finanziellen Gründen man dem Franchise Silent Hill nicht zutraut, nochmal neu aufgelegt zu werden als Remake. Es ist aber auf keinen Fall der Grund, dass dies die schlechtere Spielereihe ist, denn es hat die beste Atmosphäre, die in einem Horrorgame jemals erzeugt wurde. Diese Nebelidee, dass es so sehr deine Sicht einschränkt, war einfach nur genial. Silent Hill, ach, ich habe keine Zeit mehr, ich hab dich lieb, Chiara. Scheiße, mir fällt auch nichts mehr ein. Scheiße. Also ja, Silent Hill hatte leider nicht so viel Zeit, sich zu beweisen und dadurch, dass es weniger Teile hatte, denken wahrscheinlich Leute, dass es noch sehr gut ist und deswegen hängt man da noch mehr hinterher. Aber man vergisst, dass Resident Evil einfach scheiße. Ja, Silent Hill hingegen hatte einen sowas von ikonischen Soundtrack, da reden die Menschen heute noch drüber. Resident Evil hat bestimmt auch nette Tracks gehabt, aber ich höre niemanden jemals sagen so, der Resident Evil Soundtrack, der ist es, den will ich noch mal wieder hören. Von daher, Soundtrack ist King. Ich bin nicht mehr eingefallen. Oh, wow. Das ist ziemlich schwer tatsächlich, da eine Entscheidung zu treffen. Ich gebe den Punkt an Valentin, was vor allen Dingen auch ein bisschen daran lag, dass du halt nochmal über die Atmosphäre gesprochen hast und nochmal ein bisschen hervorgehoben hast, was Silent Hill tatsächlich so gut gemacht hat. Bei Resident Evil ging es halt vor allen Dingen auch darum, so, oh, ist eine Reihe, die gibt es schon sehr, sehr lange. Mhm. Und
Deswegen wird sie ja wohl tatsächlich erfolgreich und gut sein. Da vergisst man aber natürlich auch ein bisschen, dass halt so bei Resident Evil 5 und Resident Evil 6 die Qualität natürlich auch ein bisschen heftig nach unten ging und sich das, also Capcom quasi nochmal neu erfinden musste. Was natürlich geklappt hat, aber auch heute noch Silent Hill, Meilensteine des Horrorgenres. Das hätte ich unbedingt als Argument theoretisch nennen können, ne? Also so von wegen, Resident Evil ist ja bergab gegangen. Ja, und dadurch, dass Chiara gesagt hat, so, diese Reihe gibt es noch, war es für mich so ein Punkt, so, ja, okay, das stimmt schon, aber es gab halt in der Zwischenzeit auch Spiele, die, ja, so ein bisschen überschaubare Qualität hatten. Kommen wir zur dritten Frage. Es ist gerade ausgeglichen, es steht 1-1. Und die dritte Frage lautet, und das ist jetzt nicht eine Entweder-Oder-Frage, sondern eine Frage, wo ihr selbst die Antwort finden müsst. Oh, okay. Oh shit, noch schwieriger. Könnt ihr euch auch gerne eine Sekunde Zeit nehmen, aber wer als erstes antwortet, ist dann auch dran. Und zwar lautet die Frage, was ist das beste PC-Zubehör, das es je gab? Die VR-Brille. Mit VR hast du noch ein ganz neues Spielerlebnis, wo du in das Spiel eintauchst, wo die Technik mittlerweile zeigt, wie mit Half-Life Alyx, dass du alle Sachen anfassen kannst, du kannst damit interagieren, da werden Schulstunden drüber gehalten, weil du die Tafeln anmalen kannst. Und das ist das beste Zubehör, weil es dein Spielerlebnis erheblich erweitert, was sonst kein anderes Zubehör bisher geschafft hat. Fuck, ich hab wieder, Valentin, ich hab dich lieb. Wieder so viel Zeit. Nun, für mich ist es ganz klar die Maus, denn die Maus ermöglicht überhaupt erst wirklich das Spielen von Strategiespielen und das, guck dir zum Beispiel StarCraft an, du kannst, da geht's nur darum, wie schnell du da irgendwie, wobei das wird auch teilweise mit der Tastatur gemacht, aber auch das hat ja die Konsole nicht, aber das habe ich auch nicht genannt, die Maus ist einfach, Steam hat versucht mit diesem Steam-Controller einen Controller zu bringen, der die Maus ersetzt, damit du auch von der Couch das machen kannst, es hat nicht funktioniert, also es geht zwar technisch, aber es wollte keiner machen, es war kacke und, die VR-Brille gibt's im Übrigen auch für die Konsolen, möchte ich noch als Gegenargument nennen. Ja, die Maus kannst du auch an der Konsole anschließen, das ist kein Unterschied. Maus und Tastatur gehört immer zusammen. Eine Maus alleine ist leider nicht so fähig wie mit seiner Tastatur zusammen. Und dadurch wird nicht, klar werden Dinge ein bisschen einfacher, aber man taucht nicht so in die Spielwelt ein, wie es eine VR-Brille schafft. Aber niemand nutzt eine Maus ohne Tastatur. So finde ich einfach kein realistisches Szenario, dass man die Maus auch an die Konsole anschließen konnte. Finde ich sehr interessant, wusste ich nicht. Aber wie gesagt, die VR-Brille gibt es sozusagen für alle Plattformen mittlerweile. Deswegen ist das für mich nichts Plattformexklusives. Oh boy, das ist schwierig. Das ist ziemlich, ziemlich schwierig. Es ist auch vor allen Dingen schwierig deswegen, weil ihr beide recht habt. Also man kann eine Maus auch an der Konsole anschließen. Ja. Das wusste ich aber ehrlich nicht. Es gibt natürlich auch das PSVR-Headset für die Konsolen, ne? Neben PC-Möglichkeiten. Boah. Was für mich vielleicht ein bisschen das Zünglein an der Waage ist, ist die Tatsache, dass Chiara gesagt hat, eine PC funktioniert, also man hat auch, ach Quatsch, eine Maus hat man natürlich auch immer mit einer Tastatur. Mhm. Und das ist halt so quasi, das eine funktioniert ohne das andere nicht wirklich gut, wenn man Videospiele spielt. Das war ein Argument, das ich tatsächlich ziemlich stark fand. Plus hat sie gesagt, es ist von der Art, wie man Videospiele erlebt oder grundsätzlich digitale Unterhaltung erlebt, etwas, was so kein anderes Zubehör schafft. Deswegen gebe ich den Punkt Chiara mit der VR-Brille. Dankeschön. Oh boy, muss mal ganz kurz in den Chat schauen. Weißt du, was ich What the fuck, Kuro? Wir hatten ja Zeitdruck. Und was man eigentlich hätte sagen müssen, das hätte ich killer gefunden, ist High-Refresh-Monitore. Weil damit können erst die jetzigen Konsolengenerationen was anfangen, aber auch nur bis 120 Frames. Also 144 ist komplett PC-exklusiv. Ja, stimmt. Oder? Das wäre doch killer gewesen. Ja, das wäre. Das müssen halt die Spiele auch dann unterstützen, ne? Das wäre natürlich nicht schlecht. Ja, aber PC-Spieler, aber wollen wir doch jedes Spiel. Vielleicht zur vierten Frage kommen? Können wir später noch ein bisschen quatschen. Wir Game Talk mal drüber, ne? Ja. Und zwar kommt die nächste Frage von Ishtar Denaris. Es tut mir übrigens leid, wenn ich eure Namen, eure Social-Media-Handles komplett versemmle bei der Aussprache. Seht's mir bitte nach. Aber diese Person fragt, welches Spiel hat die größte Langzeitmotivation? World of Warcraft.
World of Warcraft hat deswegen die größte Langzeitmotivation, weil sie es schaffen, dich in der Loot-Spirale zu halten und zwar immer weiter zu halten. Nicht nur mit der Loot-Spirale selber, dass du immer weitere Tiersets findest, oder du willst die großen Tiersets natürlich erreichen, findest bis dahin aber auch sehr wichtige Item in verschiedenfarbigen Abstufungen. Du hast aber nicht nur diese Elemente, du kannst mit großen Gruppen zusammenarbeiten und auch das steigert die Langzeitmotivation, weil du ganz häufig mit der großen Gruppe, mit der gleichen zusammenspielen musst, um dich als Gruppe einzuspielen. Den Rest erzähle ich gleich. Ich sag Minecraft, weil das kein Service-Game ist, wo ständig Updates kommen, aber trotzdem verbringen Leute jahrelang Zeit mit diesem Spiel, weil du kreative Möglichkeiten hast, die sonst kein anderes Spiel hat. Du kannst so viel entdecken und musst erstmal herausfinden, wie das Game funktioniert. In WoW hast du viele Sammelaufgaben. Es ist etwas, wo vielleicht Leute schnell aussteigen, wo es alleine auch nicht so viel Spaß macht. Minecraft kannst du auch gut alleine spielen. Du brauchst nicht unbedingt Freunde. Mit Freunden macht es noch viel mehr Bock. Und ja, dementsprechend, dass du bei WoW auch noch monatlich was zahlen musst, finde ich. Dass du monatlich was zahlen musst, finde ich, ist nichts gegen Langzeitmotivation. Genauso nicht, dass also Minecraft hat für mich eine Endlichkeit. Und WoW bietet zum Beispiel auch noch PvP-Elemente, die auch nochmal die Langzeitmotivation erhöhen, weil du da Marken farmen kannst, mit denen kannst du dir wieder krasseren Loot holen. Die Spirale wird einfach unendlich getrieben. In Minecraft wird die Spirale auch unendlich getrieben. Du hast unzählige Mods mit anderen Spielmodi, die uns wirklich, da Fantasien sind keine Grenzen gesetzt und ich finde, ein Bezahlsystem natürlich hindert die Langzeitmotivation. Ich kenne viele Leute, die ihr Abo abgebrochen haben, weil sie keine Lust hatten, monatlich zu zahlen, weil es keine neuen Updates gab. Da treffen natürlich zwei Videospiel-Ikonen aufeinander. World of Warcraft und Minecraft. Oh, das ist auch. Könnt ihr nicht einfach irgendwie mal eine Antwort nehmen, wo ich echt relativ einfach mich entscheiden kann und nicht danach irgendwie denken muss, Wenn du zuerst die einfache Frage stellst, bin ich dabei. Chat. Gut. Ich gebe den Punkt Chiara für Minecraft, weil die Sache mit der Kreativität und auch mit den Mods und was mit Minecraft alles möglich ist, das ist von der Art und Weise, was die Langzeitmotivation betrifft, wirkt das für mich noch mal ein bisschen stärker. Natürlich wird World of Warcraft seit super vielen Jahren mit Content befüttert und es gibt auch natürlich für Alteingesessene halt WoW Classic, was natürlich auch nochmal so ein bisschen auch World of Warcraft befeuert hat. Aber im Vergleich dazu ist es so ein bisschen, agiert es ein bisschen mehr im Korsett als ein Minecraft, was halt vielleicht auch ein bisschen zugänglicher ist von der Art und Weise, wie das Spiel aufgegriffen wird oder spielbar ist, beziehungsweise ja. Mit der Kreativität ist halt einfach, du kannst in Minecraft quasi einfach alles machen. Kann ich deswegen auch total akzeptieren. Kreativität ist King. Du kannst natürlich immer, immer weiter kreativ sein. Es hat quasi wirklich kein Ende. Damit steht es 3-1. Das war die vierte von 5 Fragen. Damit haben wir theoretisch eine Gewinnerin. Es ist Chiara. Jetzt ist die Frage, Nee, Moment, das ist. Achso, nee, doch, stimmt. Fuck. Nee, ich hab beste Fall. Doch, ich verstanden. Herzlichen Glückwunsch, Gigi. Geil. Ja, wir hätten theoretisch noch eine Frage offen gehabt vom guten Sunk Simon. Er hätte nämlich noch gefragt, welches ist das beste Souls-like-Game, das nicht von From Software kommt. Wäre auch eine spannende Frage gewesen. Da könnt ihr natürlich dann auch im Chat oder in den Kommentaren unter diesem Video gerne euch austauschen. Könnt ihr natürlich auch gerne darüber austauschen, wie falsch ich mit meinen Entscheidungen lag. Ich verstehe es natürlich, es ist ein sehr subjektives Thema und da haben viele Leute unterschiedliche Ansichten, wie man was entscheiden könnte. Es hat mir trotzdem super viel Spaß gemacht. Ich finde, du hast deine Sache gut gemacht. Hier in diesem Gamefight teilhaben zu dürfen. Wir schalten vielleicht auch noch mal ganz kurz zu Sandro und Dennis. Ach so, wie bei, in der Faktencheck-Ecke vielleicht. Ja, Dennis, willst du noch mal deinen Pitch erklären? Nee, oder? Also ich bräuchte auf jeden Fall noch mal Zeit, um das umfassend zu erklären. Aber das mache ich ja mit Elon gleich. Was hättest du denn bei der letzten Frage genommen, die wir ja nicht mehr gehört haben, aber bei den Souls-like? Ich hab's doch. Ich hab eben gerade gesagt, also. Ja, komm, du musst dich für einen entscheiden. Okay, wenn du da ich hab eben gerade gesagt, eigentlich wäre es besser, das als Roguelike, weil dann hat man irgendwie mehrere Dekaden, aus denen man was ziehen kann. Wenn man Souls-like sagt, dann sind das nur die, weiß ich nicht, mir fangen aber 3 Spiele ein, die nach Dark Souls erschienen sind, die man Souls-like nennen könnte. Und das, deswegen hätte ich Roguelike wäre interessant gewesen. Lords of the Fallen. Genau. Hast du dieses The Search. Dann hast du noch Neo 2, dann hast du noch The Search 2. Welches? Dune 2? Hä? Welches 2?
Nio 2 würdest du Souls-like nennen? Ja, natürlich. Ach so, ja, Nio. Ich dachte, ja, okay, du hast recht. Was denn sonst? Sekiro, ja, Sekiro wäre ja gewesen von Frost. Ja, hast du naja, recht. Schwierige ist ja auch, Frage. Ist ja auch alles egal. Da alles auch schlechter ist als Dark Souls. Und welches ist das Beste von den Schlechten? Schwierig. Das ist ja das Spannende. Das wäre spannend gewesen. Aber auch, Dankeschön an dich, Dennis. Darf ich jetzt gehen, oder was? Darf jetzt langsam gehen, denn wir sind tatsächlich nach... Nachdem sie mich rausgeschmissen haben, nachdem ich mir so viel Mühe gegeben habe, wäre ich hier noch festgehalten mit meinem Pullover-Bruder hier. Stimmt. Was geht? Ja, ihr habt schon gesehen, die nächste Folge ist am 25.06. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. So lange muss ich hier bleiben. Da kannst du dich revoltieren. Also ihr bleibt alle so sitzen bis zum 25.06. Dazwischen gibt es ja auch noch den Filmfights und alles mögliche Fights. Also auch da immer schön vorbeischauen. Vielen, vielen Dank an Dennis. Und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. Ich hoffe, da draußen hat es euch auch gefallen. Ich tue gerade so, als würde ich abmoderieren. Dabei ist ja der Judge ja Kuro. Ja. Und bevor du abmoderierst, will ich noch ganz kurz mich entschuldigen, dass ich hier gesagt habe, irgendwas sei rigged. Ich war einfach emotional so aufgeladen, so kenne ich mich auch gar nicht. Ich habe das so ernst genommen, dass ich einfach, ich war kindisch, muss ich ganz klar zugeben. Es tut mir leid, Gigi und Chiara, sie hat auf jeden Fall zu Recht gewonnen. Du warst ein guter Gegner. Und alles war hier gut. Es ist auf jeden Fall auch verständlich. Ich meine, ich habe ganz am Anfang gesagt, es ist so ein bisschen, als würde man sich auf Reddit über Videospiele unterhalten, nur halt, dass man dabei gefilmt wird. Und da geht es natürlich auch ein bisschen emotional zur Sache. Und ist natürlich auch, es ist halt auch so schwierig, weil es nicht unbedingt immer eine klare Antwort gibt oder eine richtige Antwort, sondern es auch ein bisschen darum geht, wie argumentiert wird. Von daher gibt es natürlich sehr, sehr viele Faktoren. Aber mir hat das auf jeden Fall trotzdem auch in der Haut des Judges sehr, sehr viel Spaß gemacht. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr fleißig unter diesem Video kommentiert oder auch mal beim Rocket Beans Supporters Club vorbeischaut. Denn dadurch ist es erst möglich, dass wir hier diesen coolen Shit produzieren können. Und ja, wir haben ein wenig überzogen, wie beim klassischen Fernsehen der öffentlichen Rechtlichen. Aber das muss vielleicht auch mal sein. Wir gehen jetzt trotzdem ab an die angeschlossenen Funkhäuser, was wahrscheinlich Kogi ist, mit Late Nights. Und das war's von uns. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Game Fights.